Der Kaffee. Papa schläft. Nicht so laut. Papa schläft. Der Hagemann hat sich wohl die Schlafkrankheit zugezogen. Reden Sie doch keinen Unsinn. Na, den ganzen Tag tut er nichts wie schlafen. Abends legt er sich mit den Hühnern zu Bett und morgens ist er kaum zu wecken. Sogar mitten am Nachmittag schnarcht er wie eine Sägemühle. Das ist doch höchst sonderbar. Sehen Sie zu, dass der Kaffee bald fertig wird. Der wird Papa gut tun. An mir soll's nicht fehlen. Wenn der Herr Hagemann so weitermacht, kann er sich für Geld sehen lassen. Tag, Rosinchen. Psst, Papa schläft. Ja, wie immer. Du, ich bewundere den Onkel. Der kommt wenigstens zu seinem Schlaf. Unser Ein hat keine Zeit dazu. Oh, du hast natürlich gehörig. Du, das ist chronisch. Sag mal, kannst du mir was pumpen? Sag mal, was fängst du eigentlich mit deinem Geld an? Du wohnst bei uns und zahlst nicht. Du isst bei uns und zahlst nicht. Und trotzdem hast du nie Geld. Tja. Na, ich will dir noch mal mit 5 Mark aushelfen. Das ist sehr lieb von dir, aber ich brauche 5 und... Was? 500 Mark? Stimmt. Ja, großer Gott, es ist ja ein Vermögen. Wozu brauchst du so viel Geld? Errätst du's nicht? Aha, cherche la femme. Du, ich sag dir, ein Mädchen schick bis in die Fingerspitzen und singen kann die... Frag doch mal Papa. Den Onkel? Ja. Der muss doch über jeden Pfennig, den er ausgibt, bei deiner Mutter abrechnen. Tja, dann weiß ich auch nicht weiter. Naja, ich werde schon jemanden auftreiben. Cousinchen, es war mir ein feudales Vergnügen. Mir auch. So, wollen wir mal gemütlich Kaffee trinken. Wo ist Papa? Er schläft. Ja, natürlich. Als ob er noch irgendwas anderes tun könnte. Theodor! Theodor, hörst du nicht? Ja, aber wie ging los? Der Kaffee ist fertig. Ich komme. Ach, ist es denn die Menschenmöglichkeit, mitten am Tag so fest zu schlafen? Sonst war Papa immer der Erste beim Kaffee. Langsam mache ich mir Sorgen um Papa. Jeden Tag flehe ich den Himmel an, dass er diese schwere Prüfung von uns nehme. Vielleicht schläft Papa nachts schlecht. Na, ja. Wir murmelt hier. Und Schnarchen tut er, darum muss ich ihn ja da ins Fremdenzimmer einquartieren. Mama. Du solltest vielleicht doch einmal einen Arzt befragen. Nee. Seit wann leidet Papa an diesem merkwürdigen Zustand? Seit 8 Tagen. Der Kaffee. Theodor! Theodor! Ja, der Kaffee wird kalt! Ich komme ja schon, Mann! Nicht mal ein bisschen Ruhe hat man. Na, du schäm dich. Warum soll ich mich denn schämen? Den ganzen Tag nichts anderes zu denken als an Schlafen. Schlafen? Oh, gibt's was Schöneres wie Schlafen? Ja? Ich habe den Kaffee extra stark gemacht, damit der gnädige Herr munter wird. Das ist sogar dem Dienstmädchen vorgeschlagen. Ja, ich weiß, du hast ja vollkommen recht. Bitte schön, Herr Schatten, was darf sein? Was darf ich bringen? Was meinst du? Ach so, entschuldige, wie ein bisschen durcheinander ist. Gute Nacht. Also, Kinder. Theodor! Was denn? Ach, es ist hell, ja, es ist... Guten Morgen, Kind, guten Morgen, guten Morgen. Jetzt trink mal eine Tasse Kaffee, ja. Das wird dir gut tun. Ein Schock, ein Mock, ein Bock. Theodor! Ja, bitte schön, Kollege, kommt doch gleich. Ach so, entschuldige, ich bin wieder mal... Jetzt trink mal deinen Kaffee. Ja, Kaffee trinken, das ist schön. Da du ausnahmsweise gerade mal nicht schläfst, könnten wir ja mal nicht jetzt abrechnen. Was meinst du? Abrechnen, du hast doch heute Morgen 50 Mark aus dem Geldschrank genommen. 50 war es nicht, 20. Nein, ich irre mich nicht. Das waren 50, das weiß ich ganz genau. Das weißt du genau? Mein Gott, ein Gedächtnis hast du, grässlich ist das wirklich. Lieber Theodor, ich muss dich doch wohl nicht daran erinnern, dass du schon in frühester Jugend ein Vermögen durchgebracht hast. Das weißt du auch noch? Ein Gedächtnis, das du ist dir recht scheußlich. Ja, deine Allüren als Lebe, man kennt man. Die hast du nicht mal im Alter abgelegt. Ja, was man mal kann, das kann man mal. Hm? Darum habe ich vorgebeugt. Unser jetziges Vermögen, das halte Dankeschön. Ich zusammen. Dir fehlt es doch an nichts. Du rauchst die teuersten Zigarren, trinkst die erlesensten Weine, hast den besten Schneider. Ja, aber ich verlange über alles eine genaue Abrechnung. Ja, bitte. Abrechnung, jawohl, bitteschön. Einmal Mainzer, jawohl. Theodor. Oh, entschuldige, ich bin aber auch so... Moment mal, hier... Hier habe ich die Rechnung. Bitte schön, da hast du sie. 83, 42, 72, ja, das stimmt. Ja, nee, ja. Bleiben also noch 10 Pfennig über. 10 Pfennig? Oh ja, bitte entschuldige, 10 Pfennig. Ja, hier sind sie schon, bitte schön, ja. Darfst du behalten. Oh, danke, ich will...
Ich werde sie mit den Weibern verprassen, ja. Ich meine, ich würde mir einen vergnügten Tag damit machen, ja. Herr Krautwurst ist da. Oh, Krautwurst, da bringst du dich ganz hoch. Das ist aber nett, mein Lieber. Ja, genau. Ja, Kinder, ich muss euch sagen, das Konzert, das mein Sohn Wolfgang Amadeus heute Abend veranstaltet, ja, ist restlos ausverkauft. Nein. Keine Karte mehr zu haben. Kunststück, wenn du sie alle verschenkst. Ja. Oh, bitte, ich habe auch verschiedenen Geld gegeben, um sich Karten zu kaufen. Wolfgang Amadeus ist gewiss sehr aufgeregt. Oh, natürlich. Ein junger Mann, der zum ersten Mal als Dirigent vor die Öffentlichkeit tritt, noch dazu mit eigenen Kompositionen. Eigene Komposition? Ist ja scheißlich. Herr Krautwurst, nehmen Sie Platz, Herr Krautwurst, setzen Sie sich, machen Sie sich gemütlich. Dankeschön. Herr Krautwurst, was kommt denn eigentlich zur Aufführung? Ach, seine neueste Symphonie, Die Schafe und die Böcke. Ein Thema aus der Bibel? Nein, 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 ganz modern, ein Meisterwerk, sage ich Ihnen. Das Publikum wird platt sein. Der dritte Satz der Symphonie, wenn im Orchester plötzlich die Schafe zu blöken anfangen, ist einfach überwältigend. Herr Kraut, was auf solchen Sohn müssen Sie stolz sein? Ach, das wollen wir doch mal abwarten. Zum Wohl. Zum Wohle. Zum Wohl, ja. Ihr kommt doch heute Abend. Ja, auch mich müsst ihr leider entschuldigen, so gern ich Musik höre, aber das Mädchen hat heute Ausgang, da muss ich ja wohl oder übel hier bleiben. Aber Jenny kommt bestimmt und Papa auch. Ich habe ihm schon den Frack zurechtgelegt. Wo ist er denn? Theodor! Ja, bitte gleich. Was machst du denn da? Da sind keine Birnen mehr drin. Er hat wahrscheinlich geträumt, also immer noch dieses kolossale Schlafbedürfnis. Ja, Theodor ist immer müde. Ich trage es mit Geduld. Der Himmel wird schon wissen, weshalb er diese schwere Prüfung mir auferlegt hat. Ja, was wollt ihr denn eigentlich von mir? Du sollst heute Abend mit mir das Konzert geben, Papa. Ich? Konzert? Musik? Nein, ich mag keine Musik. Nein, oh. Nein. Seien Sie unbesorgt. Ich applaudiere auch für Papa. Na schön. Theodor, wie wär's noch mit der Partie 66? Ein Stündchen hätte ich noch Zeit. Ja. Kleine Abwechslung. Das wird Theo gut tun. Ja. Na? Theodor! Ja, bitte sehr, bitte gleich. Bitte, die Herrscher wollen zahlen. Jawohl, zahlen. Theodor, was ist denn nun? Ach so, entschuldige. Ja, der will doch Karten spielen. Dann muss er, wenn er verliert, auch zahlen, meine ich. Oh, natürlich. Ja, also sagen wir, wollen wir hier nicht weiter stören? Komm, Jenny, komm. Ja, ich habe heute nicht zu. Was? Ja, wenn ich kann. Ja. Fünf, bitteschön, dann sind hier ein, zwei, drei, vier. Fünf. So, nein, es geht nicht. Sag mir, Schatzkind, was ist denn eigentlich mit dir los? Mein Herz ist schwer und meine Ruhe ist hin. Ich verstehe kein Wort. Und was tust du nachts? Ich schläg mich ins Bett und schlafe. Du schläfst. Du legst dich ins Bett. Du darfst schlafen. Was heißt denn dürfen? Darfst du nicht schlafen? Nein! Na, weswegen denn nicht? Weil ich arbeiten muss. Ja, warum denn? Weil ich mit 10 bin. Was, bist du mit 10? Ja, du, wenn ein Ehemann auf seine Skatabend verzichtet und einen kleinen Bummel durch die Stadt macht und dabei eine reizende, entzückende Dame kennenlernt. Ich meine, das kommt doch vor, ja? Ja, allerdings. Dann kommt es ja auch vor, dass die Dame kein Geld hat, dafür aber eine süße, bezaubernde Stimme, die sie gerne ausbilden möchte. Ich meine, das passiert. Ja, das passiert. Ja, das passiert, ja. Dann muss der Betreffende sich aber doch auch überzeugen, ob das mit der zauberhaften, süßen Stimme auch stimmt. Ja. Da kann er ihr doch nicht auf der Straße sagen, Fräulein, nun kommen Sie mal hierher, stellen Sie mal hin und trillern Sie mir mal ein Liedchen. Nein, das geht nicht. Kann er nicht? Nein, geht nicht. Also muss der Betreffende mit der jungen Dame in ihre Wohnung gehen. Kommt das vor oder kommt das nicht vor? Oh ja, das kommt vor. Das kommt vor. 22. Ja, ich bin schön. So. Und Ass. Ah ja, das ist meiner, danke. Und Pik. Ja, unbedingt. Jetzt müssen wir es mal nachgreifen. Jawohl. Ja. Oh, und den hier. Was? Und wenn er ihr dann in der Sektlaune verspricht, sie ausbilden zu lassen, also das, ja, das kommt ja nur seltener vor, nicht? Mensch, jetzt, wo hast du nicht etwa... Doch, aber nur aus Musikbegeisterung. Ach so, das ist ja wieder nett, ne? Ach du, das war nett. Das war so nett. Was aber dann später kommt, ist nicht sehr nett.
Bitte schön, der Stich gehört dir. Ja, der gehört mir, ja. Dann nehme ich den noch hier und das ist auch. Moment, die Karte hast du schon mal gespielt. Du die muss ja auch noch mal kommen. Du, hör mal, ich dachte schon gar nicht mehr an das kleine Abenteuer. Da kriegte ich vor 8 Tagen einen Brief. Und was glaubst du, was da drin steht? War das denn eine Einladung zum Rendezvous, was? Denkst du, nee, mein lieber Junge. Eine Rechnung über 400 Mark. Ach, für im Auftrage des Herrn Hagemann an Fräulein Helma Hase erteilten Gesangsunterricht. Guglielmo Scribiero, Gesanglehrer und Stimmpädagoge. Sag mal, du hast bezahlt? Ja, was wollte ich denn anders machen? Blieb mir ein anderes übrig. Wie war es überhaupt möglich, bei der genauen Buchführung deiner Frau eine so enorme Summe auf die Seite zu bringen? Aber da war das doch überhaupt nicht möglich. Was hast du denn nur gemacht? Ich habe ein Verbrechen begangen. Um Gottes Willen. Ich habe die Brillantbrosche meiner Frau versetzt. Na bravo. Und mit dem Geld vom Leihamt habe ich dann diesen italienischen Brüllaffen bezahlt. Und nun muss ich Nacht für Nacht arbeiten, das Geld zusammenzukriegen, die Brosche auszulösen, dass meine Frau nichts erfährt. Sag, aber was treibst du eigentlich? Ich bin Nachtkellner. Aber du? Nachtkellner im Hotel zum Grünen Krokodil. Zum Grünen Krokodil? Das ist doch das neue Hotel, das wird doch sonst im Allgemeinen sehr empfohlen. Ja, das wird sehr empfohlen. Und da stehe ich und empfehle das, ja? Wie bist du auf die Idee gekommen, ausgerechnet einen Kellner zu machen? Du kennst doch Jack. Unser Kellner, unser Kellner vom Stammcafé. Ja. Der ist Nachtkellner jetzt seit Monaten schon im Grünen Krokodil. Und den treffe ich und erzählt er mir, dass er gerne Urlaub machen möchte, aber keinen Ersatz hätte. Und da kam mir die Idee, Mensch, Theo, das ist doch die Chance, die Trinkgelder, die du da verdienst, da bist du in kurzer Zeit aus dem Schneider raus. Jawohl, er hat mich der Herrschaft vorgestellt, die haben mich akzeptiert. Und nun bin ich seit 8 Tagen Nachtkellner im Grünen Krokodil. Also ich muss sagen, ich bewundere deinen Mut. Ich mich auch. Ja, du, also, deine Frau ist noch gar nicht dahinter gekommen, dass du nachts gar nicht zu Hause bist. Nein, da habe ich einen ganz raffinierten, modernen Trick. Ha? Komm her, muss ich dir zeigen. Setz dich doch bitte mal in den Sessel. Ja, ja. Dann werde ich dir etwas vorführen. Ich sitze. Schau mal, Junge, was ist das hier? Das ist eine Schallplatte, das kennen wir. Pass mal auf, was jetzt passiert. So, und hier, so. Ja, nur erschreckt dich nicht, das bin ich, das ist meine Schnarche. Ja? Ein Direktor von einer Schallplattenfabrik. Ja. Ein Direktor einer Schallplattenfabrik hat mir die Platte machen lassen. Die hat einen Fehler. Ich bringe immer nach 3 Rillen wieder zurück. Und dann schnarcht die unentwegt. Unentwegt. Die ganze Nacht, verstehst du? Ja, ja, ich verstehe. Wenn ich abends weggehe, bringe ich die in mein Schlafzimmer, lasse sie laufen. Und wenn ich morgens nach Hause komme, dann stelle ich es wieder ab. Ja, dann finde ich einfach groß. Warum schreist du denn so? Bitte so still hier, bitte. Was ist denn? Ja, also ich kann dir nur sagen, Not macht erfinderisch. Ja. Besonders, wenn man verheiratet ist. Das stimmt ja. Oh Gott, schon. Was ist denn? Ich muss mich ja noch umziehen für das Konzert. Also du entschuldigst mich. Du, hör mal. Ich flehe dich aber an, bitte, bitte verrate mich nicht. Selbstverständlich nicht. Ins Grüne Krokodil, da komm ich, du. Ich muss dich doch unbedingt als Ober sehen. Was? Wenn du kommst, dann lass ich dich rauswerfen, alter Freund. Trinkgeld kriegst du auch. Viel? Großzügig. Dankeschön. Da darfst du auch kommen, ja. Hier habe ich noch 20 Minuten. Kann ich mich doch schneller was überschlägen. Ach, wenn man immer so müde ist, dann ist ja schlecht. Komm, lass dich mir mal nicht beseelen. Ja, schön sieht's aus, sehr, sehr schön. Nicht wahr, Theodor? Theo! Jawohl, Kollege, komm gleich, bitte sehr, bitte gleich. Was ist denn jetzt schon so wieder? Ach so, hier, ist, was hast du denn, Schätzchen? Jenny will ihr neues Kleid zeigen. Nein, das ist aber wirklich zauberhaft. Du siehst ja direkt süß aus, Schätzchen. Ja? Wirklich, ja. Nur einen Wunsch hätte ich noch, Mama. Was denn, Kind? Würdest du mir für heute Abend, weißt du, ganz ausnahmsweise, ich verspreche dir auch, dass nichts daran passiert. Ja, nun sprich. Würdest du mir für heute Abend deine Brillantbrosche leihen? Die Brillantbrosche. Die Brillantbrosche. Liebes Kind, was fällt dir denn ein? Die Brillantbrosche. Oh, bitte, bitte, Mama. Bitte, bitte? Nein, da gibt es kein Bitte, bitte. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Nur heute Abend? Nein, habe ich gesagt.
Wolfgang Amadeus zu Nein. ehren. Na ja, in Gottes Namen. Was? Einmal eine Ausnahme machen. Ich befleh dich an, du willst da eine Ausnahme machen? Schließlich mein Kind. Ja, aber hör mal. Du kriegst die Brosche, die ist drüben in der Kommode. Einen Schlüssel habe ich ja hier im Täschchen. Mein Gott, was bist du für eine schwache Mutter, muss ich aber sagen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das Kind braucht keine Brillantbrosche. Du kannst doch einmal eine Ausnahme machen. Nein, sie braucht sich nicht aufzutakeln wie eine Fregatte. Theodor! Das ist doch wahr. Für ein junges Mädchen ist der schönste Schmuck die Jugend. Es steht geschrieben, lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Ja. Komm her, mach mir den Hut fest, Jennifer. Ja, Mama. Ich muss den Schlüssel haben, den Schlüssel haben. Theodor, Finja, du könntest das nur ausnahmsweise der Jenny mal erlauben. Ach ja, Papa, bitte. Bitte, bitte. Nein! Nein, 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 ich habe dreimal gesagt und dabei bleibt es. Nein! Also, Papa, ich finde das überhaupt nicht hübsch von dir! Ach, Kinder. Jetzt können wir doch mal nachsehen, ob Jenny die Brosche überhaupt steht. Wo ist denn jetzt der Schlüssel? Ach, guck mal da drüben, Frau Mehlmann. Die hat einen neuen Pelzmantel. Frau Mehlmann? Röschen, das musst du sehen, schau mal. Ein ganz tollen Mantel. Da drüben auf der Seite, können Sie sehen. Nein! Da geht's ja doch, dann auf der linken Seite. Guck mal da. Ist das Biest. Können Sie sehen? Nein! Genau gegenüber in der Mitte. Und der dicke... Da ist er, Gott sei Dank. Können Sie sehen? Nein! Und dann ist er schon weg, da kann ich nicht mehr. Schade. Ich muss jetzt fort. Ja, und die Brosche? Ach so, richtig. Nein, 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 komm hier fragen. Papa. Was denn? Ach, du erlaubst es doch. Na ja, so gut, ich meinetwegen. Also, Röschen, komm, gib dem Kind die Brosche. Ja, siehste, Kind, das hab ich doch gewusst. Danke, Papa. Gerne geschehen. Wo ist denn jetzt der Schlüssel für die Kommode? Ja, wo ist denn der Schlüssel? Ja, wo ist er denn? Ja, wo hast du denn schon wieder hingetan? Nein, vielleicht habe ich ihn in meinem Zimmer liegen lassen. Komm, Jenny, hilf mir mal suchen. Na, aber schnell, damit ich den Schlüssel finde. Müsst ihr tüchtig suchen. Du wirst ihn ja doch nicht finden. Ich habe nämlich. Jetzt aber ganz schnell. Mein Flaggenautomat, da hat mal einer Mayonnaise drüber. Ich würde Friede, komm mal schon her. Sag mal, haben wir noch Benzin im Haus? Natürlich. Los, holen, holen. Na. Was waren denn? Doch sonst immer so nett zu mir. Da bin ich auch jetzt noch, Liebchen. Ich habe nur meinen kritischen Tag. Oh, jawohl. Was ist denn? Stell dir vor, ich kann den Schlüssel nirgends finden. Du kannst den Schlüssel nicht. Ja, was ist das denn für eine Schlamperei in deinem Haushalt? Ja, das ist ja wohl das Letzte. Vielleicht ist er doch in der Tasche. Nein, eben nicht. Eben nicht. Jenny und ich haben mir alles abgesucht. Das ist nicht wahr. Muss ihn verloren. Ach, wie kann man Schlüssel verlieren? Tja. Mhm. Bleibt gar nichts anderes übrig. Mhm. Ich muss ein Schlosser kommen lassen. Ja, muss ein Schlosser kommen. Ein ja. Schlosser? Natürlich. Um Gottes Willen. Was? Ich meine, um Gottes Willen, wie konntest du die Schlüssel verlieren? Frieda, please gucken Sie mal im Telefonbuch nach der Nummer von dem Schlossermeister Hempel. Nein, bitte keinen Schlosser. Ja, warum denn nicht? Da kommt er her mit so einem Brecheisen und macht mir die schöne Kommode kaputt. Ach, Quatsch. Na, haben Sie die Nummer? 2334. Ja, dann rufen Sie an! Bitte 2334. Wenn man Pech hat, hat man Pech. Hier bei Hagemann, Sie sollen rasch einen Gehilfen schicken, damit er die Kommode aufsperrt. Ja, wir haben nämlich den Schlüssel verloren. Ja. Was? Sie können nicht? Der kann nicht. Er sagt, er kann nicht. Was? Heute sei Sonntag? Heute ist Sonntag. Jawohl, heute ist Sonntag, das geht nicht. Ja, also dann morgen früh um 7 Uhr. Also morgen früh um 7. Ach, um 8 macht er das Pfandhaus auf. Aber das muss ganz bestimmt sein. Ja, gut, so, das wäre in Ordnung. Jetzt will ich doch mal im Treppenhaus. Guck mal nach, gleich oben im Keller oder unten im Speicher irgendwo. Ich dachte, oh Gott, das will und das darf ja nicht sein. Fräulein, bitte 2334. Ja? Hallo? Ist doch bei Hempel, ja? Ja, meine Frau hat doch gerade angerufen bei Ihnen, wegen dem Schlüssel und der Kommode, ja? Danke, nein, danke, Sie brauchen morgen nicht zu kommen. Ist nicht nötig. Wir haben den Schlüssel gefunden. Ja, ist gut. Danke, Wiedersehen. Gott sei Dank, lieber Gott, was mache ich denn nun jetzt? 10 Minuten Zeit.
setze ich mich hier ein bisschen in den Eck und tue dann noch was schlafen. Das ist vielleicht ganz schön so. Oh ja. Scheint niemand hier zu sein. Pardon, entschuldigen Sie, wie steht das Wertebefinden? Ach so, verzeihen Sie die Störung. Danke. Wie beliebt? Jenny, was sagen Sie zu meinem neuen Frack? Oh, ganz famos! Sie werden heute Abend großen Eindruck machen. Nicht wahr? Ich habe mir eins für heute Abend bauen lassen. Tadelloser Schnitt, ganz auf Seide, gearbeitet, neueste Fasson. Wenn das Konzert nun schon vorbei wäre. Wer weiß, ob das Publikum für meine Symphonie das nötige Verständnis mitbringt. Ich habe das Werk mit meinem Herzblut geschrieben. Welcher Meister vor mir hat im Orchester Schafe blöken lassen? Mozart, Beethoven, Wagner? Keiner ist auf diesen Einfall gekommen. Ja, das war noch nie da. Bitte schön. Frau Jenny? Hm? Sind meine Haare noch ordentlich in Unordnung? Ganz kolossal. In der Beziehung können Sie beruhigt sein. Na, dann ist es gut. Ich wünsche den Erfolg ja nicht nur in meinem Interesse, sondern auch im Interesse einer anderen Person. Ich weiß allerdings nicht, ob ich hier in Gegenwart Ihres Herrn Papa... Ach, genieren Sie sich nicht. Wenn Papa einmal schläft, weckt ihn so schnell nichts mehr. Nun, ich meine im Interesse einer reizenden, entzückenden, jungen Dame. Sie sind verliebt? Verliebt? Ich liebe. Darf man fragen, wer die Glückliche ist? Aber Frau Jenny. Nanu? Wem habe ich meine vierte Symphonie gewidmet? Ob. Wem habe ich meinen Liederzyklus Die Gletscherspalte zugeeignet? Gott, Wolfgang Amadeus, Sie meinen doch nicht etwa mich? Wenn Sie es noch nicht bemerkt haben, dann will ich es Ihnen in dieser weihevollen Stunde sagen. Sie sind die Gletscherspalte meines Herzens. Wie meinen Sie? Ach so, pardon. Das kommt mir allerdings ein bisschen überraschend. Na, das macht nichts. Damals, als ich das erste Mal in Ihre Familie kam, wusste ich schon, Sie oder keine. Wie? Ach so. Also, unglaublich. Also, das irritiert mich. Wo war ich stehen geblieben? Ach, richtig. Seit jenem Tage haben Sie mich unausgesetzt beschäftigt. Das Motiv zum Beispiel meiner Symphonie im 5/6-Takt, 3b Allegro, Werkverzeichnis 343. Da, du, dili, di, di. Wissen Sie, was das heißt? Das heißt, Fräulein Jenny, ich liebe Sie. Mein Gott, da, du, ja. Dili, di, di, di. Oh. Ja, ganz, ganz genau so. Aber das ist ja nicht zum Aushalten. Da kommt man ja aus der Stimmung. Diese ewigen Kakophonien beleidigen mein Ohr. Na, dann kommen Sie hier rein. Hier sind wir vor allen Kakophonien sicher. Gott sei Dank. Da, du, diddli-diddi. Oh. Gnädiger Herr. Was ist denn los? Die gnädige Frau ist eben mit einer Dame gekommen. Ah ja, bitte sehr. Meine Frau mit der Dame? Gott sei Dank ist sie hier weg.
Kann ich da drin noch ein bisschen was liegen? Wenn Frau Baronin bitte eintreten möchte, bitte sehr. Es ist mir sehr angenehm, dass ich Sie noch auf der Treppe angetroffen habe. Ich war nämlich schon wieder im Begriff zu gehen. Ach, das wäre mal außerordentlich peinlich gewesen. Nehmen Sie Platz, Frau Baronin, bitte hier. Nein, dort, ja. Da, ja, da. Bitte sehr, Frau Baronin. Haben Sie inzwischen Ihrem Herrn Gemahl verständigt, dass Sie dem Verein der christlichen Samariterinnen beigetreten sind? Nein, noch nicht. Er befindet sich im Augenblick in einer so merkwürdigen Verfassung, da muss ich eine passende Gelegenheit abwarten. Exzellenz, wissen doch, wie Männer so sind. Vielleicht würde es in der jetzigen Situation übel auffassen, dass ich durch die Krankenpflege dann auch manchmal nachts in Anspruch genommen werde. Das ist natürlich nach unseren Statuten nicht zu umgehen. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Des Himmels Dank wird doch nicht auf sich warten lassen. In der Bibel steht geschrieben. Ich wollte Sie bitten, heute die Nachtwache für die verhinderte Baronin Leffler zu übernehmen. Oh, oh. Aber nachdem Ihr Mann noch nicht unterrichtet ist... Ja, das ist doch kein Hindernis, das ist kein Hindernis. Mein Mann hat einen so gesunden Schlaf, der wird meine Abwesenheit gar nicht bemerken. Sie übernehmen also die Nachtwache? Das ist mir sehr angenehm. Dadurch bleibt mir ein weiterer Gang erspart. Dann bitte ich Sie also, heute Abend um 9 Uhr im Hospiz zu sein. Ich werde pünktlich zur Stelle sein. Schön, dann ist die Sache in Ordnung. Adieu. Adieu, Frau. Bitte Sie hier, Frau. Und nicht wahr? Punkt 9 Uhr im Hospiz. Mit Gott. Mit wem? Ach so, ja. Gott sei Dank, sie ist weg. Ich muss noch schnell meinen Frack sauber machen. Friedel! Friedel! Friedel, kommen Sie mal her. Ich habe die Friedel gerufen. Ich habe auch die Friedel gerufen. Ach so. Friedel, ich habe da noch eine kleine Arbeit für Sie. Ja, das ist Benzin. Ich brauche das Benzin. Ach so, ich hole es sofort da rein. Bitte, bitte, bitte. Friedel, hier, der Frack, der muss ordentlich gereinigt werden. Der sieht ja furchtbar aus. Das ist ja mein Frack. Ja. Ich habe in der Küche schon Wasser mit seinem Jackass zurechtgestellt. Da legen wir über Nacht rein. Morgen bürsten wir den Fleck dann aus. Und dann bringen Sie zum Schneider, dass der ihn ordentlich aufbügelt. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Warum denn? Aber man kann doch keinen Frack in Wasser stecken. Wenn man ihn in Wasser steckt, dann wird er nass. Ja. Und nass kann man doch nicht mehr anziehen. Ach, bis du den Frack mal brauchst, da ist der doch wieder trocken und gebügelt. Willen. Oh, los, Frieda, bring sie weg. Aber das geht ja nicht, heute ist doch Sonntag. Jawohl, heute ist der Tag des Herrn. Da werden doch keine Frecke gebügelt. Mein lieber Theodor, in der Bibel steht geschrieben, kümmere dich nicht um häusliche Angelegenheiten, ist immer noch meine Sorge. Das steht bestimmt nicht in der Bibel, ja, ja. Friedel, Friedel, schnell kommen Sie her! Nun, wo brennt's denn? Den Frack zurück! Ist nicht zu machen, der schwimmt bereits im Waschfass. Ach, der schwimmt im Waschfass. Mein Gott, nochmal. Wo kriege ich jetzt im Handumdrehen einen Frack her? Das verstehe ich. Verzeihen Sie, Herr Hagemann. Ich möchte Sie rasch in einer dringenden Familienangelegenheit sprechen. Es tut mir leid, ich habe keine Zeit. Mann, Sie haben ja einen Frack an. Oh, sind Sie ein lieber Mensch. Sie wissen doch, heute Abend, mein Konzert. Ah, es ist ein großer Moment in meinem Leben. Und deshalb möchte ich die Gelegenheit benutzen. Der schönste Frack, den ich je gesehen habe. Also, ich möchte die Gelegenheit benutzen, Sie um die Hand Ihrer Tochter zu bitten. Sie wollen meine Tochter heiraten? Mhm. Gut, ziehen Sie den Frack aus, ja? Aber Herr Hagemann, ich... Lieben Sie meine Tochter? Glühend, unsäglich. Dann brauche ich den Beweis. Leihen Sie mir für heute den Frack, bitte, ja? Das ist, also ich bin... Ziehen Sie den Frack aus! Ja, wie sollte ich denn heute Abend... Frack ausziehen! Ich brauche das Beweis Ihrer Liebe. Meine Symphonie. Bedenken Sie doch, mein Konzert. Ich muss doch dirigieren. Ach, dirigieren, mit dem Frack kann jeder Esel dirigieren. Kommen Sie bitte ins Zimmer. Da sind genug Röcke, die können Sie einen aussuchen. Die Ecke lassen wir abschneiden. Hinten machen wir zwei schwarze Schwänzchen dran. Hinten zwei schwarze Schwänzchen? Es möchte Sie ein Herr sprechen. Oh Gott, doch nicht etwa der Gerichtsvollzieher. Nein, nein, haben Sie keine Angst. Der macht einen ganz ungefährlichen Eindruck. Jetzt seine Karte. Was
Eusebius Findeisen, mein alter Nachhilfelehrer. Also rein mit ihm. So, suchen Sie Ihren Rock aus. Mein Ihr Frack hier interessiert mich, ich frag hin, frag her. Den brauche ich jetzt los. Felix! Felix! Ja. Bitte leih mir ganz schnell mal deinen Wecker. Jawohl. Schön. Was willst du denn mit meinem Wecker? Ich möchte gerne schlafen gehen. Frieda kann dich doch wecken. Nein, die kann mich nicht wecken. Es soll nämlich kein Mensch wissen, wo ich bin. Ich will endlich mal meine Ruhe haben. Wo willst du denn dein immer müdes Haupt betten? Wo schon anders, hier oben auf dem Speicher. Auf dem Speicher? Da finde ich meine Frau gestimmt. Ein verrückter Kerl. Naja, mir kann's recht sein. Guten Abend. Mein lieber Felix. Servus. Herr Findeisen, was treiben Sie denn hier? Ich hatte das große Glück, zum Realschulrektor befördert zu werden. Donnerwetter, haben Sie ein Dusel? Ja. Nein, Dusel dürfte nicht ganz der richtige Ausdruck sein. Ich glaube eher, dass ich meine Beförderung im Großen und Ganzen verdient habe. Dann sind Sie wohl nach Köln gekommen, bitteschön, um sich vorzustellen? Ja, so ist es. Ich wollte heute Vormittag dem Herrn Oberschulrat Gareis meine Aufwartung machen. Ich hätte ihn aus verschiedenen Gründen gerne persönlich kennengelernt, hatte aber leider das große Pech, ihn nicht anzutreffen. Das muss allerdings eine furchtbare Enttäuschung für Sie gewesen sein. Gewiss. Aber ich wurde reichlich entschädigt. Denke dir nur, lieber Felix, der Herr Oberschulrat hatte die große Gnade, mich brieflich zum Abendessen einzuladen. Aha, daher die Befrackung und Belackung. Ja. Man kann ja bei einer solchen Gelegenheit nicht gut im Schlafrock erscheinen. Ja. Entschuldige bitte, wenn ich dich jetzt erst aufsuche, aber ich habe bis zum Abendessen bei meinem Chef gerade noch ein halbes Stündchen Zeit. Sie sind also glücklicher Rektor. Ja, und glücklicher Bräutigam. Auch das noch. Gratuliere. Danke. Und gegen wen? Ja, selbstverständlich handelt es sich um ein Mädchen mit tadelloser Vergangenheit. Fräulein Hase, so lautet der volle Name, lebt zurzeit bei Verwandten in Reichswalde, wo ich bis jetzt Assistent an der Uni war. Momentan aber ist sie in Köln. In Köln? Ja, seit einem Monat. Sie bildet sich hier für das Hauswesen aus, lernt kochen, bügeln, nähen und was sonst so die Obliegenheiten einer echt deutschen Hausfrau sind. Ach ja, ich hoffe, dass wir sehr glücklich werden. Aber jetzt, lieber Felix, entschuldige mich bitte, denn ich muss ja für die Frau Oberschulrat noch ein paar Blümelein besorgen. Wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich Sie ein Stück begleiten. Das freut mich ungemein. Ich werde mich nur noch rasch anziehen. Ja, bitte tue dieses. So soll ich dirigieren. Mit dieser persönlichen Dissonanz. Ausgeschlossen. Gestatten Sie, Eusebius Findeisen. Sie haben ja einen Frack an. Ja, allerdings. Haben Sie Erbarmen, retten Sie mich. Pardon, was wünschen Sie? Geben Sie mir Ihren Frack. Ja, ich verstehe nicht. Ich muss unter allen Umständen einen Frack haben, sonst bin ich ein verlorener Mann. Sie können unmöglich meinen Ruin wollen. Was ist denn das für ein sonderbarer Mensch? Es handelt sich um meine Zukunft und gerade heute muss mir das Entsetzliche passieren, wo mir Gelegenheit geboten wird, der Welt zu zeigen, was in mir steckt. Der Mensch ist verrückt. Und darum bitte ich Sie, beschwöre ich Sie, leihen Sie mir für heute Abend Ihren Frack. Bitte, lieber Freund, bitte, regen Sie sich nicht auf. Man kann über alles ja in vollkommener Ruhe sprechen. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich frage Sie, wollen Sie mir einen Frack leihen oder nicht? Ich bin zu allem fähig. Selbst vor einem Mord würde ich jetzt nicht zurückschrecken. Der Mensch wird tobsüchtig. Also sträuben Sie sich länger, ziehen Sie Ihren Frack aus. Morgen aller Früh bekommen Sie den Unversehrt zurück. Bitte, es hat überhaupt keine Eile. Wenn Sie mir behilflich werden. Ja, Sie können den Frack auch ruhig etwas länger behalten. So, ja, behalten, ja. Mit dem allergrößten Vergnügen, ja. Können ja einstweilen meinen Rock. Ihren Rock? Ja, sehr gut. Wo wohnen Sie denn? Ja, wo wohne ich denn? Ja, im Hotel zum grünen Krokodil. Schön. Dorthin werde ich Ihren Frack senden. Ja. Nein.
Augenblick, wo ist der? Wo ist der? Ruhe. Sehr gütig, sehr liebenswürdig. Hoppla! Gut, von der nur entsprungen sein mag. Darf ich Ihnen vielleicht als Zeichen meiner Dankbarkeit ein Billett zu meinem heutigen Konzert überreichen? Sehr liebenswürdig. Ich bin heute Abend leider schon besetzt. Schade, sehr schade. Sie geht Ihnen dadurch ein großer Genuss. Da du diddli di di und dann blöken die Schafe. Da du diddli di meh. Meh! Meh! Oh Gott, wie sehen Sie denn aus? Felix, wie du mich hier siehst, bin ich das Opfer eines Irrsinnigen. Was? Ich weiß selbst nicht, wie es zugegangen ist, aber plötzlich stand ein Mensch im Zimmer mit wirrem Haar, bleichem, verstörtem Gesicht und drohte mich zu ermorden, wenn ich ihm nicht sofort meinen Frack geben würde. Er verlangte Ihren Frack, Allmächtiger. Ich tat ihm natürlich sein Willen. Was sollte ich sonst noch tun? Und er gab mir dafür seinen Rock hier. Diesen Rock? Ja, diesen das war Rock. Ja der Onkel. Felix, so kann ich doch aber nun... Unmöglich der Einladung des Herrn Oberschulrates Folge leisten. Ich muss unbedingt einen neuen Frack haben. Aber heute ist ja Sonntag. Heute ist Sonntag. Es sind ja alle Läden geschlossen. Vielleicht bekommen Sie am Hotel einen neuen Frack. Vielleicht bekomme ich ja im Hotel einen neuen Frack. Felix, das wäre die einzige Möglichkeit. Ich werde sofort ein Auto nehmen. Ich werde Sie bis zum Auto begleiten. Danke. Danke, Felix, für deinen so tapferen Beistand. Felix, wenn ich keinen neuen Frack kriege, steht unter Umständen meine ganze Karriere auf dem Spiel. Oh Gott, meine Füße. Tisch zu decken, das Abendessen. Sie wissen doch, mein Mann geht jetzt immer sehr früh ins Bett. Was ist mit Ihnen los? Ich habe ihm das Waschfass mit dem Frack auf den Speicher getragen. Ja. Wer glaubt, sie lacht dort und schnarcht? Ja. Der gnädige Herr! Oh, auf dem Speicher? Jawohl. Sein teures Haupt ruht friedlich auf einer Bettwurst. Neben ihm steht eine brennende Laterne und ein Wecker. Mein Gott. Oh. Mein Gott, wenn ihn da jemand sieht, diese Blamage, da will ich jetzt höchstpersönlich den Wecker spielen. Jetzt ist gut auf. Frieda, hat Mama den Schlüssel zur Kommode noch nicht gefunden? Nein, Fräulein Jenny. Ach, ist aber zu ärgerlich. So ein Theater wegen dieser dämlichen Brillantbrosche. Ach, die blöde Ziege, denn so. Es geht, ich bin selber wach geworden, was ein Glück, was hat eine Frau im Speicher zu suchen. Gott sei Dank hat sie mich nicht gesehen. Hagemann! Was ist denn nun wieder kaputt? Eine Dame wünscht Sie zu sprechen. Ich kenne keine Dame, aber keine Bekanntschaften. Sie sagt, Sie kommen in einer dringenden Angelegenheit. In einer dringenden Angelegenheit? Na, vielleicht kommt sie von der Wohltätigkeit. Wir sammeln, komm, lassen Sie rein. 10 Pfennig habe ich ja noch zur Verfügung. Ja. Bitte sehr. Sie soll kommen, ja. Guten Tag, Dickerchen. Mein singender Schützling, Oma. Na, wie geht's denn, hochverehrter Gönner? Ja, aber was willst du denn hier? Ich will, Fräulein, was wollen Sie hier, Fräulein Hase? Sieht aus, ist es mit dem Fräulein Hase. Es gibt kein Fräulein Hase was? Mehr. Ich heiße jetzt Helma Lelièvre. Denn durch meine Familie habe ich einen dicken Strich gemacht. Gute Idee. Ich habe, bitteschön, machen Sie durch mich auch einen dicken Strich. Verschwinden Sie, ja? Nein, bitte. Bei dir ist das ganz etwas anders. Hör mal. Stell dir doch mal vor, ich in Reichswalde. Kennst du Reichswalde? Noch nicht, nein. Na, sei froh, naja, und dann meine Verwandten. Also, ich sage dir... Hör mal, Kind, verdammt... Bitte, komm, ja? Pass auf. Wenn wir so abends im Familienkreis gesessen sind, links der Onkel mit dem Reichswalder Intelligenzblatt, rechts die Tante mit dem ewigen Strickstrumpf und in der Mitte ich. Ja. Mal dir mal dieses Bild aus. Tolles Bild, um ja. Um 7 Uhr kam...
kam das Abendbrot auf den Tisch. Dünner Tee mit noch dünnerem Aufschnitt. Ja, Punkt 7:30 ist dann der Herr Universitätsassistent erschienen, Eusebius Findeisen. Ja. Den haben mir der Onkel und die Tante als Bräutigam ausgesucht. Überlege dir mal, ich soll Frau Eusebius Findeisen heißen und einmal eine Frau Realschulrektor oder so etwas ähnliches werden mit einer Stube voll Kinder und jeden Mittwoch Kaffeekränzchen. Ja, nein. Du, wer Rasse im Leibe hat, so wie ich, da wird der Tod sicher in diesem lauwarmen Dunst zugrunde gehen. Na ja, und so habe ich statt nähen und kochen, singen und tanzen gelernt. Dazu habe ich mehr Talent. Ich werfe die Füße beinahe schon so hoch wie meine Stimmbänder. Dafür habe ich auch ein glänzendes Engagement. Ja, cool. Engagement, gratuliere, wunderbar. Zum ersten Auftreten wünsche ich Ihnen alles Gute. Wiedersehen. Ja, raus jetzt, bitte. Raus. Der Erfolg meines ersten Auftretens wird zum Teil von dir abhängen, dicker Kerl. Nicht so von mir. Soll ich vielleicht mittanzen? Nein, das nicht, aber ich, Na, was denn? Ich brauche für mein Debüt ein Kostüm. Kostüm? Na ja, so ein Ding, so gut wie nichts, aber das kostbar. Na ja, und da dachte ich mir eben, ob du mir nicht vielleicht dazu verhelfen könntest. Kostüm? Kostüm kostet doch Geld. Tanz doch nackig, das ist doch viel schöner hier. Aber Dickerchen, Hagemännchen, es kostet doch nur 800 Mark. Nur 800? Ja, Kind, und das hab ich direkt vom Herrschätzchen. Da hast du eine Anzahlung. Danke. Bitteschön. Oh, du Spaßvogel. Ja. Das sind doch 10 Pfennig. Das ist doch besser wie gar nichts, ne? Also jetzt Scherz beiseite, mein Lieber. Ich kann mich wegen des Kostüms auf dich verlassen. Dann bist du verlassen. Oh. Ich weiß ja noch nicht einmal, wie ich jetzt singen kann. Was? Das sollst du sofort erfahren. Nein, bitte nicht singen. Augenblick, ich singe dir was vor. Nein, bitte nicht singen, nicht singen, nicht singen. Ja, warum? Wenn du singst und da geht unten ein Schutzmann vorbei, wenn der das hört, dann muss ich ja Hundesteuer bezahlen. Das dann nicht. Bitte nicht. Die spielt. Wenn das einer hört, hier kann ja kein Mensch spielen. Aufhören. Wunderbar. Wunderbar, herrlich, bitte schön, Finger weg, ja? So, ja. Und jetzt singe ich. Nein, es wird nicht gesungen, bitte, bitte nicht, ich habe keine Zeit. Warum denn nicht, wieso? Weil es nicht geht, ich muss weg, ich habe dringend zu... Ja, ich muss zur Tanzstunde, ich muss Charleston lernen. Was? Charleston, jawohl, aller Welt dann Charleston, dann soll ich ja nicht auch. Warum geht die denn nicht? Das ist ja wohl... Schwindelmeier, du. Was denn? Du bist natürlich zu einem Rendezvous. Ja, das hast du erraten. Gut, dann will ich dich nicht mehr länger aufhalten. Fantastisch. Aber, wunderbar. Nicht wahr? Yes, denn? Wegen des Kostüms sprechen wir noch ein Weilchen zusammen. Zur Besprechung kommen wir da immer drüber, ja. Schön, also, Wiedersehen, Hagen. Wiedersehen, Häschen. Wiedersehen, Dickerchen. Wiedersehen. Auf nimmer Wiedersehen. Du lieber Gott, das darf ich machen. Meine Frau, Gottes Willen, wenn die das hier sieht, das ist doch nicht möglich. Das darf doch nicht sein. Jawohl. Das Maul, du dummes Ding. Wer hat denn jetzt irgendwie so schön Klavier gespielt? Es hat doch keiner Klavier gespielt. Ja, aber doch, gerade eben, vor ein paar Minuten. Hier hat doch keiner Klavier gespielt. Du musst es doch auch gehört haben, Papa. Ich muss es gehört haben? Ja. Ja, natürlich habe ich es gehört, ich bin nicht blind. Nicht? Aber, außer Jenny spielt doch hier kein Mensch Klavier. Nein? Nein. Ja, dann war es eben Jenny. Aber nein, ich war doch die ganze Zeit bei Mama. Du warst bei Mama. Aber irgendjemand muss es ja gewesen sein. Ich werde mal Frieda fragen. Nein, Rosa, bitte bleib hier. Vorsicht zu gehen, wenn du es schon mal gehört hast. Ich will dir verraten, wer der geheimnisvolle Klavierspieler war. Ha? Nun? Ich. Du? Kannst ja gar nicht Klavier spielen. Du kennst ja nicht mal die Noten. Du sag das nicht. Ich jetzt sage also, mein liebes Kind, ich weiß genau, du hast immer gerne, wenn jemand Klavier spielen könnte. Und ich habe gedacht, mach ihr die Freude. Wolfgang Amadeus Mozart hat mir die nötigen Grundlagen gegeben. Und dank meiner genialen Musikalität habe ich riesige Fortschritte gemacht. Mein Gott, noch mal, was kann ich spielen? Und zu deinem Geburtstag hätte ich dir das Lied gespielt. Sag du zu mir. Wie sind das die Menschenmöglichkeit? Ja. Okay. Oder fährst du einen Kuss verdient? Nein, den habe ich aber nicht jetzt. Erst wenn ich gespielt habe. Nein. Oh, Papa, spiel uns doch jetzt schon vor. Nein. Nein, erst zum Geburtstag. Sonst ist die ganze Freude weg. Ja. Oh, Jenny. Maul. Hey, komm, fürs Konzert. Ja, Mama, gute Nacht, Papa. Gute Nacht, mein Kind. Du schläfst ja doch schon, bis ich nach Hause komme. Selbstverständlich schlafe ich. Ja, komm, hier, Jenny, nimm die Hausschlüssel mit. Viel Spaß. Gut, na, so, dann wollen wir jetzt schnell Abendbrot essen. Schnell mein Pfeifchen holen und alles weg tun. Fragen Sie mal die gnädige Frau, vielleicht kann die Ihnen Auskunft geben. Kommen Sie, stehen Sie es hierher, ich mache das schon selber. Gut.
Tag. Tag. Was wollen Sie denn hier? Schöne Empfehlung von Frau Noll. Ah, ja, das ist nett. Vielen Dank. Wer ist denn Frau Noll? Unsere Frau Direktorin. Kennen Sie die nicht? Nee. Na ja, sie lässt... Aua. Sie lässt ihm ein Ober ausrichten. Er möchte seinen Nachtdienst heute ein bisschen früher antreten, weil so viele Gäste da sind. Ober? Bei uns wohnt kein Ober. Doch, doch, der muss hier wohnen. Wie der von neulich hier vorbeigefahren ist, hat er doch am Fenster rausgeguckt. Bei uns? Na, bestimmt. Das muss ein Irrtum. So, hier ist das Pfeifchen. Ja, da ist doch der Ober. Grüne Krokodil, was will der denn hier? Guten Abend, Herr Ober. Guten Abend. Sind Sie verrückt? Ja, ich werde doch noch unseren Ober kennen. Der ist doch mein Mann! Ja, und unser Ober. Sag mal, was wollen Sie denn überhaupt? Schöne Empfehlung von Frau Noll. Sie möchten Ihren Nachtdienst heute ein bisschen früher antreten, weil so viele Gäste da sind. Das sieht Ihnen ähnlich, sowas. Was heißt das? Na, Moment, sagen Sie den Herrn, alles in Ordnung. Ich hätte Sie verstanden, ich wüsste schon, was los wäre, ja? Danke. Ist gut. Ich werde es ausrichten. Ja, bitte. Adieu. Wiedersehen, Theo. Was bedeutet das alles? Mein Gott, hast du nicht mitbekommen? Ist doch ein Witz für meine Stammtischbrüder, weil ich so selten zum Stammtisch komme. Ich soll meinen Nachtdienst früher antreten. Das ist kein sehr guter. Blödsinn. Das kannst du dir ruhig sagen. Ja, dann wollen wir ein Häppchen essen? Ja, ich habe eigentlich so gar keinen Appetit. Ja, also ich fühle mich heute gar nicht gut. Nein, das ist toll. Mein Gott, so spät ist es auch. Das ist ja genauso spät. Ja, bei mir ist es so spät. Ich kann ja nicht mehr auf. Nein. Und ich bin so müde. Ich bin richtig kaputt. Ist das wahr? Ja, ja. Sollten wir da nicht vielleicht besser schlafen gehen? Das finde ich doch nicht gut. Du findest das gut? Also, da finde ich es auch gut. Aber richtig ausschlafen. Guten Abend, Mäckchen. Schlaf gut. Schlaf schön, dir. Schlaf und schlaf. Guten Abend. Kann ich jetzt gehen? Wir wollen früh die Nacht zu Ende. Ja. Und nehmen Sie, machen Sie das Haus gut zu. Jenny hat die Schlüssel. Jawohl. Ja. Ja, du, gute Nacht. Gott sei Dank. Nun komm, mein lieber Freund. Zum letzten Mal musst du mir deine Dienste erweisen. Oh. Schnarch wie ein junger Gott jetzt. Schläft schon. So schön hat er noch nie geschnarcht. Wird doch nicht ganz beruhigt in meinem Hospiz gehen. So, mein lieber Freund, bis morgen früh schnarchst du jetzt. Ich komm dich da wiederholen. Abschließen von innen kann keiner rein. Schlüssel tue ich weg. Und jetzt, Hausschlüssel habe ich keinen, aber der Feuerwehrleiter haben wir ja. Alexander, Theodor, du bist ja ein gemeiner Mensch, aber was tut man nicht alles für Geld? Schnarr schön! Also das Zimmer hier ist soeben frei geworden. Jawohl, meine Gnädigste. Ja, Sie sagten es mir schon, das habe ich ganz vergessen. Ja, natürlich. Ich habe Kopping. Ich wollte sagen, ich habe meine Migräne. Jawohl. Ja, da schmeiße ich alles durcheinander. Diesmal gerade, als wäre ich auf den Kopf gefallen. Ja, was kann man sehen? Was? Dass Sie Ihre Migräne haben, ja. Also lassen Sie das Zimmer hier sofort in Ordnung bringen. Jawohl. Och, mein Kopf. Mein armer Kopf. Was ist denn los? Das Zimmer sofort in Ordnung bringen. Das Bett wird neu bezogen. Das Hochzeitspaar ist abgereist. Nur ein Bett beziehen, ja? Herr Theodor. Bitte, neue Bettwäsche. Nee, die Kissen lassen wir. Die sind doch noch gut. Wirklich? Sicher. Haben wir in der Hotelfachschule auch immer so gemacht. Na ja, wenn Sie meinen. Ja, ja. Jetzt das Laken. Das Laken. Was war das denn? Na ja, ich will Sängerin werden. Na, Fräulein Augustine? Auguste.
Wie wär's denn mit uns beiden, hä? Was soll denn mit uns beiden sein? Wollen wir nicht mal zusammen ausziehen? Sie wollen mich ausführen? Ja. Die notwendigen Voraussetzungen fehlen mir nicht. Das kann ich mir denken. Wollen Sie mal meinen Führerschein sehen? Was? Mein Führerschein. Aua. Tief gedacht, aber kaputt. Also, der Herr Professor wünscht ein anderes Zimmer. Dies hier ist... Ja, wo ist sie da? Ja, dann. Der Herr Professor. Herr Professor wünscht ein anderes Zimmer. Ja. Dies hier ist soeben frei geworden. Gut, gut, ja. Ja, ja, ich nehme das Zimmer. Gut. Guten Tag. Bitte schön, was darf sein? Der Herr Professor wohnt ab heute hier. Ja, der Raum, den man mir heute Morgen zugewiesen hat, besitzt, wie ich konstatiere, ein Flächemaß von 12 Quadratmetern. Die Höhe beträgt 3,50 Meter, sodass sich ein Luftinhalt von 42 Kubikmetern ergibt, der an und für sich für einen normalen erwachsenen Menschen völlig ausreichend wäre. Ja, wenn Sie meinen. Ja, ja. Nun gestattet aber ein etwas zu klein geratenes Fenster nicht den vorerwähnten Raumverhältnissen adäquaten Luftzutritt, sodass eine Schädigung der Gesundheit hauptsächlich des gesamten Atmungsapparates nicht ausgeschlossen erscheint. Können Sie denken. Und darum bitte ich Sie, liebe, verehrte, gnädige Frau, meinen Wunsch nach einem anderen Zimmer begreiflich finden zu wollen. Selbstverständlich. Och, mir Kopf, mir arme Kopf. Ich hoffe, die Luft reicht in dem Zimmer für den Atmungsapparat. Ich werde die Sachen herbeischaffen. Ja, och, mir Kopf, mir arme Kopf. Herr Ober. Ja, bitteschön. Sagen Sie, Herr Ober, könnten Sie mir vielleicht für einige Stunden einen Frack besorgen? Frack? Entschuldigung für den... Frack, den ich hier anhab, habe ich mir selber geliehen. Aha, mir wurde nämlich heute Nachmittag mein Frack von einem Wahnsinnigen geraubt. Geraubt? Ja, als ich heute Nachmittag ahnungslos und heiter gestimmt einen lieben guten Freund besuche, da steht plötzlich ein wildfremder Mann im Zimmer mit wirrem Haar, bleichem, verstörtem Gesicht und zwingt mich unter fürchterlichen Drogen mit einem solchen Stilett meinen Frack auszuziehen und herauszugeben. Nein! Ja, und anstelle meines wunderbaren Frackes ließ er mir lediglich... seinen Rock zurück. Einen Rock? Ja, sehen Sie diesen Rock hier. Das ist ja mein Rock hier. Sagen Sie, Herr Ober, finden Sie das nicht auch unerhört? Ja, Sie, der Anzug kostet 120 Mark. Ja, woher wollen Sie das denn wissen? Ach so, ja, das fühle ich, ja. Schottische Hochlandfaser. Das fühlen Sie. Das fühlen Sie, schottische Hochlandfaser. Ja, ja, ja. Interessant. Trotzdem halte ich es für notwendig, dass dieser Mensch unschädlich gemacht wird. Ich werde also morgen früh diesen Rock aus schottische Hochlandfaser zur Polizei bringen. Na, das würde ich nicht tun. Die Lauferei, die Schreiberei, lassen Sie man doch laufen, ja? Nein, das kann ich nicht. Das wäre ja gewissenlos gegen die gesamte Menschheit. Ja, glauben Sie, die Polizei würde rausbekommen, wem der Rock gehört? Ja, ja, ja. Oh ja. Es ist nämlich noch ein anderes Corpusdelikti vorhanden. Noch eins? Ja. In der inneren Tasche fand ich einen Pfandschein, der klipp und klar besagt, dass der Eigentümer des Rockes am 4. Januar dieses Jahres einen Brillantring... Brillantbrosche steht da. Steht da. Um 400 Mark versetzt hat. Ja, wer weiß denn, ob er die nicht auch geraubt hat? Das ist mein Pfandschein. Ach, verzeihen Sie bitte. Ja. Könnte ich den Pfandschein mal sehen? Den Pfandschein? Ja, wieso? Ach, ich habe mir im Leben noch keinen Pfandschein gesehen. Was? Das beweist allerdings, dass Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse auf einer soliden Basis ruhen. Dankeschön. Bitte sehr. Darf ich mal schauen? Ja. Oh, ist das denn Pfandschein? Rosa. Vielen Dank, Sebastian. Bitte schön. Pardon. Bitte schön, was ist denn? Herr Ober, mein Pfandschein. Hatten Sie? Ach so, den Pfandschein. Ich bitte um Entschuldigung. Ja, bitte sehr. Sehr lieben, schön. Zauberchen. Bitte schön. Ja. Was ist denn? Herr Ober. Ach so, meine Serviette, danke vielmals. Ja, bitte schön. War noch was? Ja, den Pfandschein. Ach, den Pfandschein, bitte um Entschuldigung. Ja, bitte schön. Danke sehr. Entschuldigung, ja. Herr Ober. Ich dachte, entschuldigen Sie, Sie wollen den Funktion ja wieder haben. Ja, ja, ich bin aber auch so vergessen. Ja, man ist ja so zerstreut. Ja. Ich muss den Funschein haben. Ja, da ich ohne Frack nicht gut zum Abendessen gehen kann, bitte? Würde ich Sie bitten, dass Sie mir etwas Atzung für meinen hungrigen Magen. Was darf sein? Lassen Sie mich kurz überlegen. Ich hätte gerne zwei hart gekochte Eier. Gut, wie hart?
knallhart. Entschalt. Entschalt. Und ein Glas kuhwarme Milch. Kuhwarme Milch. Letzter allerdings, wenn ich bitten dürfte, nicht wärmer als 30 Grad Celsius. Gut, ich werde es der Kuh ausrechnen. Herr Ober, bitte haben Sie doch die Liebenswürdigkeit und rufen Sie Herrn Oberschulrat Gareis. Ja. Das ist mein Vorgesetzter. Ja. An. Und sagen Sie ihm bitte, ich könne heute Abend leider nicht zum Souper kommen, weil ich, sagen wir einmal, einem kleinen Automobilunfall gehabt habe. Ja, das ist sehr gut, das ist das Wahrscheinlichste. Ja. Und deshalb hätte ich mich zu Bett legen müssen. Gut, ja. Schulrat Reis gar. Gar raus. Wieso gar raus? Gar rein. Gar Reis. Das habe ich doch gesagt. Na also. Na also, ja. Sind Sie halb, dreiviertel oder ganz tot? Nur ein paar leichte Prellungen, das dürfte genügen. Wenn es Ihnen genügt, mir genügt es auch, Herr Morgen. Gut. Das Geld ins Töpfchen. So, was wollte ich? Ach so, ja, mein Gepäck. Oh, guten Tag, schönes Kind. Augenblick, bitte. Das Zimmer hier ist soeben frei geworden. Och, mir Kopf, mir arme Kopf. Ich bin so frei. Bitte schön. Schön. Sehr, sehr schön. Aber bitte, bitte, schließen Sie das Fenster. Ich friere. Wissen Sie, wer ich bin? Nein, ich hatte noch nicht das Vergnügen. Seien Sie froh. Ich bin ein Ausgepfiffener. Ein Missverstandener. Ein Durchgefallener. Nun lassen Sie mich bitte allein. Bitte. Wenn jemand nach mir fragt, dann sagen Sie, ich sei erst in einigen Tagen wieder zu sprechen. Oder Wochen. Wie Sie wünschen. Och, mir Kopf, mir arme Kopf. Mein Programm. Die vierte Symphonie für Schafe und Böcke von Wolfgang Amadeus Krautwurst. Da du, diddlidi, di. Und dann das geniale Mäh. Das wollten sie nicht begreifen. Sie haben meine Schafe geschändet. Dankeschön! Hier, die Kuhwarme Milch und die zwei hartgekochten Eier. Bitte schön, mein Herr. Wie? Lieber Jutt, wo kommt ihr denn her? Aber, ach, du. Was machen Sie denn hier? Wie kommen Sie denn dazu, hier? Verzeihen Sie, ich verstehe Sie nicht. Aber Sie kennen mich doch. Ich habe Sie noch nie im Leben gesehen. Aber Sie müssen mich da kennen. Ich war doch erst ein paar Stunden in Ihrer Wohnung. Was wollen Sie denn von mir? Aber ich habe Sie doch um die Hand Ihrer Tochter gebeten. Meine Tochter ist doch längst verheiratet, hat 4 Kinder. Fräulein Jenny hat 4 Kinder? Meine Tochter heißt nicht Jenny, heißt Adelheid. Haben Sie denn mehrere Töchter? Ich habe 4 Töchter, 3 Söhne. Der Jüngste wird morgen erst geboren. Aber, Verzeihung, Sie sind doch Herr Hagemann. Hagemann? Nein, um Gottes Willen, mein Name ist Butterfass. Ich bin schon 15 Jahre hier im Hotel. Butterfass? Oh, ihr werdet ganz wirr im Kopf. Wie wär's mit einer Eislimonade? Ja, ich brauche etwas Niederschlagendes. Ja.
Abkühlung. Vielleicht den Kopf unter die Wasserleitung halten? Ja, wo ist das Badezimmer? Bitte schön, gleich da. Danke. Bitte. Oh. Ich sehe mir zu ähnlich, das muss aufhören. Da muss was getan werden. Hallo, Philipp. Die Chefin lässt ihn sagen, sie möchten mal runterkommen wegen der Abrechnung. Du, Philipp, hören Sie mal bitte schnell hier. Kommen Sie mal her, Philipp. Hier haben Sie eine Mark, ja? Sie schenkt mir eine Mark? Ja. Wieso? Weil ich Ihr Vater bin. Tatsächlich? Ja. Seit wann? Psst, aber nur zum Scherz. Wenn Sie einer fragen sollte, sagen Sie, ich sei Ihr Vater. Ach, so ist das. Ja. Ja, dann müssen Sie eine Mark drauflegen. Noch eine? Ja. Gott will mir. Aber keine Dummheiten machen. Keine Sorge. So einen Sohn wie mich haben Sie noch nie gehabt. Gut, schön. Na, sind Sie kuriert jetzt? Nein. Ich kann es nur immer nicht glauben. Wenn ich Sie anschaue... Oh, das ist fürchterlich. Philipp, sag diesem Herrn doch mal bitte, wer ich bin. Sie wollen wissen, wer der Herr Ober ist? Der Herr Ober ist mein Vater. Schon seit meiner Geburt. Na, was sagen Sie jetzt? Ihr Sohn sieht Ihnen fabelhaft ähnlich. Bitte entschuldigen Sie, ich bin meinen aufgeregten Nerven zum Opfer gefallen. Man erlebt oft die merkwürdigsten Dinge. Ja, Sie haben recht, es war... Das ist ein überaus merkwürdiges Erlebnis. Man darf beinahe sagen, ein mysteriöses Erlebnis. Ah, ein genialer Gedanke. Das ist ja ein wunderbarer Stoff zu einem symphonischen Mysterium. Stimmt. Der Kerl muss raus, ja. Ba, 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 pipo. Mit einem Mal strömt eine Fülle musikalischer Gedanken auf mich ein. Das müssen Sie zu Papier bringen. Das muss der Nachwelt erhalten bleiben. Aber ich habe doch kein Notenpapier bei mir. Was mache ich bloß? Ba, 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 pipo. Ach. Eben fällt mein herrliches Finale ein in S-Moll, Trauermusik. Schnell, bevor die Inspiration vorbei ist. Schnell, bitteschön, sonst ist alles futsch. Futsch? Sie machen mir Angst. Ja, da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als nach Hause zu eilen. Dann gehen Sie nach Hause. Schenken Sie der Welt ein neues Werk. Ja, ich schenke. Großer Gott, ist der Kerl wahnsinnig. Schief gedacht, aber gab es. Das geht aber schnell. Mal gucken wegen dem Pfandschein. Und wir sehen hier, auch der Schlüssel passt auch nicht. Verdammt noch so. Hiermit ergreife ich von meinem neuen Quartierbesitz. Bitte schön. Ja. Sehr gut, ja. Sagen Sie, Herr Ober, haben Sie den Herrn Oberschulrat angerufen? Ja. Er war über einen Unfall entsetzt. Ah, ja. Und haben Sie die Sache mit dem Unfall auch möglichst wahrscheinlich dargestellt? Oh, ich habe sie in den schönsten Farben geschildert, ja. Wir haben nicht zu sehr übertrieben. Nein, ich habe gesagt, Ihnen sei nicht viel passiert. Sie hatten Schienbeinbruch, Fraktion der linken Schulter, Schlüsselbein gebrochen, dann habe ich eine Gehirnerschütterung gratis dazu erfunden. Sehr gut. Ja, ja. Und was sagte der Herr Oberschulrat zu allem? Er lässt ihn bestellen, dass er herkommt, um sich zu erkundigen, wie es ihm geht. Er kommt hierher? Ja. Diese Gnade. Er kommt hierher. Wo er kommt. Ja, na bitte. Was fange ich da nur an? Das ist ja entsetzlich. Es gibt nur eine Möglichkeit. Sie müssen krank spielen, sich ins Bett legen. Sie meinen, dass das geht? Ich sehe doch so blühend und gänzlich unverletzt aus. Nachhelfen. Ja. Apotheke, Heftpflaster, Jod und Mullbinden. Ich verstehe, das ist ausgezeichnet. Ja. Bitte, wo ist die nächste Apotheke? Dritte Seitenstraße links. Ja. Und wie spät haben Sie es? Leider gerne nicht. Ich sage, die ist kaputt, meine Uhr. Ach, die ist kaputt. Gut, also, ich kämpfe um meine Karriere. Jawohl, nicht so schnell. Gottes Willen, kommen Sie wirklich unter das Auto. Doch richtig, heute Nacht nicht nach Hause zu gehen. Meine aufgeregten Nerven. Wenn ich heute Nacht nur schlafen kann. Ja, ich nehme ein kaltes Bad. Ba, 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 ba. Bipo. Ba, 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 ba. Bipo. Ba 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 ba. So etwas Blödes, mein Geld zu vergessen. Dritte Seitenstraße links, dritte Seiten.
Was denn hier? Ja, Kinder, das ist ja einfach... Ja, das ist ja mein Frack. Ah, ich verstehe, der Unbekannte hat Wort gehalten und den Frack, genau wie er versprochen hat, zurückgeschickt. Dritte Seitenstraße links. Und noch eine Weste und noch eine Hose, das ist merkwürdig. Na ja, gut, dritte Seitenstraße links, dritte Seitenstraße links. Guten Abend. Was wollt ihr? Achso, ja, mein Geld. Dritte Seitenstraße links, dritte Seitenstraße links. So, jetzt zurück zur Apotheke Eusebius. Dritte Seitenstraße links, dritte Seitenstraße links. Ist jemand hier? Nein. Merkwürdig. Es war mir doch eben, als ob da jemand wäre. Darf ich bitten? Das Zimmer hier ist soeben frei geworden. Entschuldigen Sie, aber ich habe solche Migräne. Ja, bitte veranlassen Sie, dass mein Gepäck aus dem Wagen geholt wird. Sofort. Ja. Och, mir Kopf, mir arme Kopf. So. Und nun sag mir endlich, warum du so plötzlich in ein Hotel gezogen bist. Ne? Was geht das dich an? Du sehr viel, dahinter steckt doch was. Also raus mit der Sprache. Gut, wenn du es unbedingt wissen willst, ich gehe meinem Bräutigam aus dem Weg. Was? Du hast einen Bräutigam? Davon hast du mir ja nie was gesagt. Es ist doch nicht der Mühe wert, von diesem Bräutigam zu reden. Ein Mensch, der das Weib als eine Gleichung mit einer unbekannten Größe betrachtet, der passt nicht zu mir. Wieso? Pass auf, mich nennt er ein gleichschenkliges Dreieck. Wie? Ja, und ein Kuss ist für ihn eine tangentiale Berührung. Und weißt du, wie er heißt? Nein. Eusebius Findeisen. Was? Eusebius Findeisen? Sollst du heiraten? Das darf ja nicht wahr sein. Eben. Und da ich von meinem sogenannten Bräutigam soeben einen Brief bekommen habe, dass er in Köln eingetroffen ist und mich morgen früh besuchen will, so hatte ich doch keine andere Wahl, als auszurücken. Du großartig! Jetzt verstehe ich auch, warum du ausgerückt bist. Jawohl. Aber nun sei so gut und rücke auch aus. Oh. Ich muss schlafen gehen. Der Sekt hat mich müde gemacht. Ja, ja, der Sekt. Also, schlaf gut. Auf Wiedersehen, bis morgen nach dem Theater. Gute Nacht. Gute Nacht. Eine Dame. Mein Herr, was suchen Sie in meinem Zimmer? Pardon, meine Gnädigste, das ist doch Nummer 43. Allerdings, ja. Dann ist es mein Zimmer. Sie irren sich, mein Herr, es ist mein Zimmer. Und darum ersuche ich Sie, sich sofort zu entfernen. Gut, aber möchten Sie mir nicht vorerst meine Kleider geben? Sie liegen auf dem Stuhl. Na schön, gut. Sind keine Kleider da? Was? Müssen da sein. Aber wenn ich es Ihnen sage, Ihre Kleider sind nicht da. Aber wie mit mir, dann hat sich jemand weggenommen. Bitte läuten Sie mal. Was? Läuten? Sind Sie verrückt? Wollen Sie mich kompromittieren, wenn uns jemand in dieser Situation sieht? Ich kann doch unmöglich ohne Kleider das Zimmer verlassen. Ja, was geht das mich an? Sehen Sie, da haben wir es schon. Verschwinden Sie. Schwinden Sie. Herein. In den Koffer. Danke. Stellen Sie nur dorthin, ja? Gute Nacht. Gute Nacht. Ist die Luft rein? Ja, aber nun schälen Sie sich endlich zum Kuckuck. Das ist doch wirklich unerhört. Aber ich kann doch unmöglich ohne Kleider das Zimmer verlassen. Hier. Nehmen Sie meinen Mantel und sehen Sie zu, dass Sie Ihre Kleider auftreiben. Aber... Ziehen Sie aber, den Mantel an und dann raus. Unglaublich. Also es ist wirklich unglaublich. Glauben Sie, dass ich mich in dieser Gewandung sehen lasse? Ja, ja. Sie sehen entzückend aus. Aber nun gehen Sie endlich, ja? Ja, ja. Jawohl. Guten Abend. Ja. Entschuldigen Sie die Stimme. Auf Wiedersehen. Ja. Mein Name ist Wolfgang Amadeus Krautwurst, Komponist. Oh. Ja. Also so etwas. Oh,
doch ein bisschen zu viel Sekt. In meinem Zimmer, da steht ein Messingbett. Und in dem Messingbett, da träumt sich's an Sonne. Und zweiter Ausgang ist im Haus. Da geht man rein, da geht man raus. Und in dem Zimmer, da steht ein Messingbett. La, 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 la. Gott sei Dank, dass Sie da sind. Mein Gott, Sie haben ja die halbe Apotheke aufgekauft. Da kann ich ja 5 Unfälle von machen, ja? Leise, leise, die Wände haben Ohren. Die Sache muss doch einen möglichst naturgetreuen Eindruck machen. Mein Gott, warum sind Sie denn so aufgeregt? Aufgeregt, aufgeregt. Was heißt denn aufgeregt? Nicht nur, dass ich im Begriff bin, meinen Vorgesetzten zu hintergehen. Da habe ich vorhin beim Betreten des Hotels doch etwas Schreckliches erlebt. Gott sei Dank, was denn? Ich war Zeuge, wie dieser Mensch, der mir heute Nachmittag meinen Frack geraubt hat, im Hotel umherirrend, nur mit einem Damenmantel begleitet, angetroffen wurde. Das war Wolfgang Amadeus, ach du lieber Gott. Was haben Sie mit ihm gemacht? Man hat ihn verhaftet als Exhibitionist. Nein! Aber er ist der Polizei bereits wieder entwischt. Entsetzlich! Komm, machen Sie voran, bitte, machen Sie voran! Herr Ober, glauben Sie nicht, dass eine so intensive Lichtquelle wie diese dem Herrn Oberschulrat allzu leicht verraten könnte, dass der ganze Unfall nur geheuchelt ist? Sie wollen wohl im Dunkeln munkeln, ich weiß Bescheid, ich mache das Licht aus, beeilen Sie sich! Schulrat kann jeden Moment kommen, bitte, bitte! Voran! Herr Ober, ja, Herr Ober, noch eins! Bitte geben Sie mir Ihr deutsches Manneswort, dass Sie über diese Affäre ewige Stillschweigen bewahren werden. Mein deutsches Manneswort. Hurra, hurra, hurra. Danke. Jetzt erst bin ich beruhigt. Wohlan. Wohlan, es sei. Das Unglück beginnt. Ja, an, es beginnt. Einmal. Obwohl, Herr Ober, ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn ich das Ganze so überlege, Ich glaube, ich kann nicht. Was heißt das? Sie nein, können ich glaube, ich kann nicht. Sie müssen. Nein, Herr Ober, Herr Ober. Was ist denn los? Ich kann. Beim besten Willen nicht. Ja, warum denn einmal nicht? Herr Ober, ich würde ja immer aus meiner Rolle fallen. Denn sehen Sie, ich könnte doch nicht eine Sekunde lang vergessen, dass die Person, die vor mir steht, mein Vorgesetzter ist. Bedenken Sie doch, mein Vorgesetzter. Dann weiß ich auch nicht mehr, was geschehen soll. Ja, ich auch nicht. Ich bin verloren. Meine Karriere ist im Orkus, wie der halbgebildeten Lateiner sagen, nicht wahr? Bedenken Sie, der Herr Oberschulrat bemüht sich hierher, einen Verunglückten anzutreffen. Und was sieht er? Was sieht er da? Er sieht sich getäuscht. Getäuscht von seinem neuen Rektor. Was brauche ich denn noch? 15,75 Mark und den Fahnschein. Vielleicht gibt's doch einen Ausweg. Nein, nein, es kann ja kein Wunder geschehen. Oh doch! Aber Wunder kosten Geld. Ja, bitte, lieber Herr Ober. 17,75 Mark und den Fahnschein. Was wollen Sie denn mit dem Pfandschein? Ich bin noch Sammler, wissen Sie, kommen Sie, nehmen Sie mich. Sie wissen doch, was ich mit dem Pfandschein vorhabe. Nein. Den kann ich Ihnen nicht geben. Gibt's doch keine Wunder. Auf Wiedersehen. Bitte, bitte, lieber Herr Ober. Sie werden mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Ich bin mit allen Ihren Bedingungen einverstanden. Prä-Numerandum, Wunder werden im Voraus bezahlt. 17,75, bitte. 17,75. Augenblick bitte, Herr Ober. Bitte? Mir flattern die Hände. So. 20, danke. Großzügig, wie ich bin. Wunderbar. Stimmt so. Und jetzt den Pfandschein? Und jetzt den Pfandschein? Nein, nein, den Pfandschein. Wir kommen Sie nachher, wir müssen uns jetzt beeilen. Der Herr Oberschulrat kann doch jeden Augenblick hier sein. Wenn Sie mich im Stich lassen, Herr Dorfmann. Niemals. Mein deutsches Manneswort. Hurra, hurra, hurra. Bitte, lieber Herr Ober. Jawohl. Bitte, lieber Herr Ober. Jawohl. Jetzt das Wunder. Bitte. Das Wunder. Bitte das Wunder. Dahinsetzen. Ja. Jetzt geschieht das Wunder, passen Sie mal auf. Geschieht das Wunder. Was das hier ein Wunder wird. Einmal, so, und jetzt noch einmal, hoppsala, und nochmal, hopp. Ja, was denn? So,
Jetzt geht's ran. Sie werden doch nicht etwa selbst. Ja, warum denn? Ihr Schulrat kennt Sie doch nicht. Ich hatte doch nicht das Vergnügen. Und da werde ich mich doch als Rektor Findeisen ausgeben können. Mein Gott, ist das geht doch nicht. Doch. Das ist doch ausgeschlossen. Doch. Sie haben doch keinen blassen Dunst von Mathematik. Aber von Trinkgeldern. Los, ja. Verbinden Sie mich. Los, die Binde, 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 Binde. Ich verbinde Sie, jawohl. Ich bitte im Voraus um Entschuldigung. Ich bin etwas unbeholfen. Ja, ich weiß, Sie sind Lehrer. Ja, kommen Sie. Rum, so, und hier unten rum, unten rum, so, und nochmal oben rum, um den Mund rum, um den Mund, auch. Um den Mund, nochmal rum, da, noch oben rum, jetzt quetsche ich es oben rein, jetzt quetsche ich es, wunderbar, sehr gut, sehr gut, Lazarus, jawohl, los, jetzt hier, gut, gut, ah, ich verstehe, gut, ja, jetzt mach ich, gut, oh, ist das gut. Gut. Hier. Ja. Da, verfrecken da hin. Hier. Oh, das auch, ist gut. Wunderbar. Ist gut aus. Ausgezeichnet. Ins Bett. Ja, ins Bett. Ja. Ja. Liegt die Sonne, wenn wir schlafen. Guten Morgen. Ah! Meine Braut! Liegt sie mir ja schön bei Nein! Ach du Liebe! Würdest du mir bitte erklären, in welcher Beziehung du zu diesem Herrn stehst? Es klopft! Holen Sie die Decke los! Holen Sie die Decke, Masch! Herein! Herein! Guten Abend, Oberschulrat Gareis. Diese Gnade. Liegt hier unser Patient, Herr Rektor Findeisen? Oh Gott! Mein aufrichtiges Bedauern. Wie steht das werte Befinden? Mimi. Mimi? Wer ist Mimi? Miserabel. Miserabel. Nur Ruhe, keine Aufregung. Olli, ich wollte mich bloß erkundigen, wie es Ihnen geht. Gleich als ich die telefonische Nachricht von Ihrem Unfall erhielt, erachtete ich es als meine Pflicht, nachzusehen, ob es Ihnen an nichts fehlt und ob auch entsprechend für Sie gesorgt ist. Olli, da Sie doch keine Angehörigen hier in Köln besitzen. Diese Ehre, nein, diese Ehre. Pardon? Oh, ich habe wohl das Vergnügen mit dem Herrn Doktor. Ja, das bin ich ja, wenn Sie gestatten. Das ist Sanitätsrat Himmelstößer, ja. Stößer. Er hat sich meiner liebevoll angenommen. So, sehr erfreut. Erfreut. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel. Oh nein. Dass ich meinen Freund, unseren Hausarzt Dr. Schremschen, mitgebracht habe. Das ist sehr liebenswürdig. Ich sehe zu meiner größten Genugtuung, dass meine Anwesenheit hier vollkommen überflüssig ist. Ja. Nur noch eine Frage, mein Lieber. Oh! Wie? Pardon. Wie ist denn der Unfall eigentlich passiert? Ich weiß nicht. Ich komme auf die Straße, da fährt eine Dampfwalze über mich. Junge, da war ich aber platt. Dann haben die mich hier genommen, hier hingebracht, unter die Türe geschoben. Ich denke, ich bin tot und wie ich wach werde, liege ich hier im Bett. Haben Sie denn übrigens jemand, der Sie während der Nacht pflegt? Das habe ich mir gedacht. Darum habe ich Sorge getragen, dass wenigstens während der ersten Nächte jemand bei Ihnen ist. Da! Olli! Olli! Ich habe bereits telefonisch eine Krankenpflegerin bestellt. Oh! Das war lieb von Ihnen. Ja. Herr Kollege, glauben Sie, dass infolge der Verletzung die Kontraktilität der Muskeln nur vorübergehend oder dauernd beschränkt sein wird? Nach meiner Meinung wird bei Herrn Findeisen die Beschränktheit eine dauernde sein. So, jetzt wollen wir unseren Patienten aber nicht länger stören. Ich wünsche recht gute Besserung. Herein,
Guten Abend. Guten Abend. Oha. Die Schwester Rosa. Aha. Ja. Sie sind schon da? Ich bin schon da. Guten Abend. Guten Abend. Allmächtige meine Frau. Guten Abend. Guten Abend. Der Herr Sanitätsrat wird Ihnen die nötigen Anweisungen geben. Wir wollen nicht länger stören. Also nochmals recht gute Besserung, mein lieber Findeisen. Danke sehr. Wie? Oh, Herr Sanitätsrat, Schwester Rosa, kommen Sie, Doktor, kommen Sie. Habe die Ehre, Herr Oberschulrat, habe die Ehre. Guten Abend, Herr Kollege. Guten Abend. Haben Herr Sanitätsrat bestimmte Wünsche? Nein, eigentlich ist Ihre Anwesenheit auch gar nicht notwendig. Ja, aber heute Nacht bleibe ich hier, ich bin bestellt. Außerdem, meine Anwesenheit hier kann doch schließlich nicht schaden. Nun ja, die Hauptsache für den Patienten ist Ruhe, absolute Ruhe. Machen Sie gar nichts mit ihm. Es genügt, wenn Sie ab und zu sein Dings, seine Eisblase nachfüllen. Er soll schlafen, nicht. Wie Schlaf. Ja, schön, 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 schön. Herr Sanitätsrat, dann ist am besten, ich hole jetzt gleich das Eis, solange Sie noch hier sind. Ja, ich bitte darum. Na, Gottes Willen, Mann, wissen Sie, wer das ist? Nein. Das ist meine Frau. Ihre Frau? Jawohl. Ja, das ist ja fatal, fatal. Fatale, ich hau ab, Mann. Ja, aber bitte. Sag doch, was los ist. Ja. Na, doch kommt sie schon wieder. Sie kommt, kommt schon wieder. Kommt doch noch mal hoch. Ich bitte. So, ja, ja. Nee, das ist das Querformat. Nein, nein, so, so. Los, los. Also, so, unter die Decke, unter die Decke. Nein, ich danke. Das kann ja eine schöne Nacht werden. Ich, oh, ich erblinde. Hier ist das Eis. Das Eis ist ganz kalt. Das ist das Eis. Anderes zu machen, Herr Sanitätsrat. Aber ich ersuche Sie, während der Nacht ja nicht zu schlafen. Hören Sie! Ja nicht zu schlafen! Es könnten sonst nämlich Komplikationen eintreten. Herr Sanitätsrat kann vollkommen beruhigt sein. Gute Nacht! Gute Nacht, Herr Sanitätsrat. Ja nicht schlafen! Ja nicht schlafen! Nun, wie geht es uns? Oh, nun, nicht verzagen. Alles, alles wird wieder gut werden. Lieber Gott, ich schwitze Blut. Es kann ja heiter werden. Oh, oh, mein lieber Herr Rektor, haben wir denn immer noch Schmerzen? Oh, nein, nein, nein. Mut, Mut, Mut. Was der Himmel schickt, das muss mit Geduld ertragen werden. Denn, wie sagt die Bibel? Oh. Wachet und betet, auf dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ganz schnell wieder hier. Ich danke dir, du hast mir zum letzten Mal geholfen. Küsse waren Extras für dich.
Mein Gott, jetzt habe ich den Zucker vergessen. Gleich. Wieso kommt der Schlosser? Warum denn? Ich habe ihm noch mal Bescheid gesagt. Jetzt darfst du nicht warten. Ach, du lieber. Kannst du dir gar nicht vorstellen, was für Sorgen ich mir wegen dieser Brillantbrosche. Ja, und ich erst, du. Ja. Wenn du, stell dir vor, der Schlüssel von der Kommode in falsche Hände gekommen ist, man hört doch so viel über Einbrüche. Ach ja, Einbrüche, Einbruch, das wäre meine letzte Rettung. Ja, hör doch auf mit deiner Schwachzieherei. Ich will in Ruhe auch mal Kaffee trinken, möchte ich. Guten Morgen. 17. Ich glaube, vor dem Fenster nisten wieder die Rotkehlchen. Ja, es wird Frühling. Papa! Jawohl, Herr Rusch. Was ist denn? Ihre Schulradio. Oh! Mama! Weiche von mir, sagt er. Papa! Gott, was ist denn los? Was hast du denn? Also, dass du schläfst, wundert mich ja nicht. Ja? Aber dass Mama jetzt auch noch anfängt, am hellen Tage zu schlafen. Die Mama schläft? Ja. Hallo, Röschen. Ja, die Eisblase. Mein Gott. Was sagt Mama? Sie träumt schlecht. Röschen! Was ist los? Nichts, gar nichts ist los, aber nur, dass du jetzt auch am hellsten Tage schläfst. Darf ich den Grund deiner Müdigkeit mal wissen? Theodor, musst du ein Geständnis machen. Was? Ich war die ganze Nacht außer Haus. Oh! Mein Gott, die ganze Nacht außer Haus. Was muss ich da hören? Theodor, ich bin seit 3 Monaten... Was? Wieso? Ich bin seit 3 Monaten Mitglied der freiwilligen Samariterin. Ach so. Und heute Nacht hatte ich meine erste Nachtwache. Du, Mama? Du hattest Nachtwache? Ja, nur beruhig dich doch, Theodor. Ist doch nicht weiter schlimm. Das hättest du zu mir doch sagen können. Theodor, reg dich doch nicht auf. Mit der Nachtwache bin ich doch gar nicht so oft dran. Warst du eigentlich bei einem Schwerkranken? Ja. Der war von einem Automobil überfahren worden, der Ärmste. Und die ganze Nacht, von gestern Abend um 9 bis heute Morgen um 7, habe ich an seinem Bett gesessen und gewacht. Hm, von 9 bis 7. Ja, ist eine lange Zeit. Ja, wem sagst du das? Ja. Tja, dann wollen wir jetzt unsere Morgenandacht halten. Oh, spiel mir doch mein Lieblingslied, ja, das Ave Maria. Ave Maria, ja, das sofort, ist Mama, ich muss nur gerade die Platte raus und die liegt noch oben drauf. Ach ja. Was ist denn das? Das schnarcht ja! Vielleicht ist die Maria schon heiser, das kann man nicht. Das ist aber höchst sonderbar. Diese Töne, die kommen mir merkwürdig bekannt vor. Man meint fast, es wäre Papa. Leg die Platte weg, das kann doch kein Mensch hören. Wie kommt diese höchst sonderbare Platte hierher? Oh mein Gott, beim Einkauf mit anderen Platten ist die dazwischen geraten. So was kann passieren. Komm, ich darf sie. Nein, das besorge ich mir, lieber Theodor. Komm, Jenny, komm. Das ist wirklich höchst seltsam. Das ist höchste. Bleibt mir nicht anders übrig. Einbruch. Wir müssen einen Einbruch begehen. Brauche ich aber schnell. Hallo, Fräulein, bitte. Ja, bitte 33. 33, 3, Fräulein, langsam. 4 mal 3. Ach, Quatsch, die 12. Ja, 3, 3, 3, 3, ja. Sie kommen aus Freschen, Fräulein, ich weiß es. Ja, Fräulein, hallo? Krautwurst, bist du da? Ja, bitte komm mal so schnell her. Du musst mir helfen. Ich bin in höchster Not. Pass auf, dass sich keiner sieht. Gut, komm sofort. Kinder, es muss was geschehen und es wird auch was geschehen. Bist du verlassen? Durst.
einen deutschen Tonkünstler. Sag mal. Ich will dir alles erzählen, aber leih mir ganz schnell was anzuziehen. Komm, du kannst meinen Morgenmantel haben. Also das mit der Grammophonplatte ist wirklich höchst seltsam. Ja, wie sehen Sie denn aus? Fragen Sie nicht. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen überhaupt unter die Augen treten kann. Und darum bin ich gekommen, um mich von Ihnen zu verabschieden. Ja, aber wo wollen Sie denn hin? Fort. Weit, weit fort. In ferne Länder, wo mich niemand kennt. Ich fahre zu meiner Tante Malvine nach Löwenich. An ihre mütterlichen Busen will ich meinen Weg zu vergessen suchen. So, und ich? An mich denken Sie wohl gar nicht. Und ich soll glauben, dass Sie mich lieben? Das kann Ihnen an mir liegen. Aber Wolfgang, was kümmert mich denn Ihre dumme Musik? Ich liebe doch Sie und nicht Ihre Kompositionen. Jenny, Sie könnten... Aber natürlich kann ich. Jenny, das ist mein Glück. Ich weiß mich nicht zu fassen. Ich will das gleich in eine Sonate in C-Dur umsetzen. Denken Sie mal die Musik! Denken Sie doch mal ein bisschen an mich. Alles will ich tun, alle, Jenny. Denn Sie haben mich der Verzweiflung entrissen. Freude, schöner Götterfunken. Wolfgang Amadeus. Jenny. Wolfgang. Ja. Geliebter. Mahlzeit. Was ist denn hier los? Verzeihung, Herr. Wir haben ja nicht gewusst, dass du kommst, Papa. Jetzt sprich, Wolfgang. Herr Hagemann, ich möchte mir gestatten. Diese Ähnlichkeit. Na, was für eine Ähnlichkeit? Mit dem Butterfass. Oh. Ich sehe aus wie ein Butterfass. Nein, ich meine... Also los, raus mit der Sprache. Mit wem habe ich Ähnlichkeit? Hä? Mit dem oberen grünen Krokodil. Ich sehe aus wie ein grünes Krokodil. Dann hören Sie mal. Entschuldigen Sie vielmals, Herr Buttermann. Herr Hagebutte. Ja doch. Das war es ja auch gar nicht, was ich sagen wollte. Sondern? Ich bitte Sie um die Hand von Fräulein Jenny. Wie, schon wieder? Ja. Du willst nicht Nein sagen, Papa? Ich sag nicht Nein, ich sag nicht Ja. Da fragt er besser der Mama. Ja? Und wenn Mama einverstanden ist? Dann habt ihr meinen Sinn. Ah! Aber nicht, dass Sie mich wieder für ein Butterfass halten. Ja. Oh, guten Morgen, mein lieber Wolfgang Amadeus. Sie besuchen uns heute Morgen, Rock. Nein, Jürgen Felix. Ich habe bei ihm übernachtet. Und diese Ähnlichkeit. Mit wem? Mit Satanas. Ich soll Satan ähnlich sein? Nein. Was fühlt Sie zu uns? Ich muss mit Herrn Hagemann in einer sehr, sehr wichtigen Angelegenheit sprechen. Ja, ich weiß. Die geheimnisvolle Überraschung für mich. Ei, wei. Also, Sie wissen wohl? Ja, ich weiß alles. Na, macht er Fortschritte? Fortschritte? Wer? Sie braucht sich gar nicht zu verstellen. Er hat mir alles erzählt. Was denn? Ja, was? Das? Dass er bei Ihnen Klavierunterricht nimmt. Klavierunterricht? Ja, ich habe überhaupt noch nie mein Leben Klavierunterricht erteilt. Sag du zu mir. Ja, gern. Siehst du, Schätzchen, er hat alles wieder vergessen. Theodor, streng dich nicht weiter an. Dieses mysteriöse Klavierspiel steht jedenfalls in irgendeinem Zusammenhang zu dieser merkwürdigen Grammophonplatte. Und diesen Zusammenhang werde ich herausfinden. Bitte hör doch mal.
Sie Schafsbock, Sie. Aber was hast du denn, Papa? Nichts, gar nichts. Aber das eine merken Sie sich. Meine Tochter schlagen Sie, ich werde es aus dem Kopf. Ich werde meine Tochter niemals einem Schafsbock zur Frau geben. Aber was bedeutet denn das? Ich habe keine Ahnung. Aber ich werde dieses Haus in Zukunft nie wieder betreten. Lebe wohl. Ich kann den Schafsbock nicht auf mir sitzen lassen. Aber Wolfgang, so höre doch! Mensch, das Kind, das ist doch die höchste Zeit. Es muss doch weitergehen, wo der Kerl nur bleibt. Da ist er ja. Wo brennst du, um Gottes Willen? Was ist denn los? Mensch, das Kind, hat mich jemand gesehen? Nein, niemand. Was ist passiert? Du musst bei mir einbrechen. Ja, bitte. Was ist? Komm mal her, meine Brüder, komm her. Siehst du die Kommode? Ja, ich bin ja nicht taub. Da ist die Brillantbrosche drin. Ja, die du aber versetzt hast. Wo ich den Schlüssel geklaut habe, damit meine Frau das nicht merkt. Na wunderbar, ist doch alles in Ordnung. Nein, eben nicht in Ordnung. Nachher kommt der Schreinermeister und macht das auf und dann kommt der ganze Schwindel raus. Ach so, Moment, jetzt ist der Groschen gefallen. Also, du willst ihr gegenüber einen Einbruch fingieren. Richtig. Aha. Und dabei musst du mir helfen. Wie, was? Pass mal auf, ich laufe jetzt zur Polizei, melde den Einbruch an, nur zum Schein. Ja, ja. Dann hole ich den Pfandschein, hole die Brosche zurück und die wird dann irgendwo hier in der Schublade gefunden. Mhm. Kapiert? Ja. Also los, einbrechen, komm. Hier muss ein Kampf stattgefunden haben. Ja. Alles durcheinander machen, komm. Werf die Stühle um. Ja, auch, ja, das ist gut, so. Gut, richtig, denn also. Und ich mach die Kommode auf. Ja. Mal gucken. So. Jetzt geht's aber los. Jetzt geht's aber alles raus. Was ist? Was machst du denn da, hä? Nein! Nicht doch, nicht doch! Wie bist du denn wahnsinnig geworden? Um Gottes Willen! Na, was hast du jetzt? Ja, großartig, was? Als wenn wir schon ein paar Mal so ein Ding zusammen gedreht hätten. Du musst mich fesseln, was? Komm! Ja, ach so. Jawohl, komm, fesseln, komm, es ist unmöglich, von Krautwurst nicht gefesselt zu werden. So, komm, zuziehen! Welchen Vorhang? Hier! Von hier, ja. Fest, jetzt so, drum drehen. Einmal, zweimal, einmal. Durchziehen. Und durchziehen, ja. Alles ganz, und jetzt ziehen, los! Ja, ja. Hey! Soll ich so hier strammen, um die Beine zu tun? Strammen um die Beine. Rum, einmal rum. Und nochmal rum. Ja. Und gib mir den Strick in die Hand. Jetzt ja, komm, so. Jetzt musst du mich knebeln. Knebel im Mund. Knebel, wächst mir ein. Guck mal in die Schublade hinein. Ja. Da ist was, ja. Da ist was. Gut, rein. So. Ja, ist ja alles in Ordnung. Ich mache, was du willst. Ist jetzt wunderbar. Was ist denn? Ich kriege ja keine Luft, bist du verrückt. Was brauchst du Luft? Wie, was brauchst du Luft zum Atmen? Komm her, los. Au! Mensch, du hast mich im Finger gebissen. Ich kann doch nicht so schnell zuschnappen. Da musst du den Finger wegtun. Ja, Ja. Ich kann dich nicht verstehen. Du musst deutlicher sprechen. Weg, du kannst gehen. Ach so, ich kann gehen. Ja. Krautwurst hat seine Schuldigkeit getan. Krautwurst kann gehen. Krautwurst? Ja. Knebel im Mund. Ja. Bei mir noch! Ach du, bei dir, ja, natürlich. Ja. Ja, aber schrei nicht zu früh! Um Hilfe, zähle bitte bis 13. Moment. Bis dahin bin ich dann inzwischen auf der Straße. Der Finger ist ab. Oh. Ich kann hier die Fesseln wegmachen, bitte. Die Fesseln runter. Theodor, mein Gott. Was ist denn geschehen? Die Fesseln von der Arme, ich ersticke ja. Stell dir vor, so ein Schatz. Was vor Spaß ist passiert, Kind. Stell dir vor, ich sitze ganz gemütlich hier am Sessel. Ich denke an dich und an sonst nichts Böses. Ja, warte. Auf einmal höre ich Kritzi Kratzi am Fenster. Ich gucke hin, kommt eine bleiche Hand am Fenster hoch. Öffnet das Fenster, mein Gott. Das Eis erstarrt mir zu Blut. Oh. Ich bin wie gelähmt, ich kann nicht schreien. Die Hand kommt auf mich zu, sieht mich an, zeigt auf mich, schreit. Sie sind ein Kind des Todes. Oh Gott, wie unheimlich. Schrecklich. Schrecklich, kann ich euch sagen, ja. Ah. Was denn?
Wie konnte der Einbrecher durch das Fenster kommen? Wir wohnen doch im ersten Stock. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das wäre auch ein Rätsel. Da kann man wieder sehen, keine Mauer ist einem Verbrecher hoch genug oder zu hoch. Aber in dem Mann ist doch die Feuerleiter. Die Feuerleiter, da ist er reingekommen, natürlich. Sag mal, wie ging es denn weiter? Es war furchtbar, er kommt auf mich zu, packt mir an die Kehle, ich packe ihn an die Kehle. Wir backen uns beide an die Kehle. Gott, war das eine Kehlerei? Gott sei Dank, danke schön. Ja, aber jetzt kommt er auf mich zu, steckt mir einen Knebel in den Mund, fesselt mich in Händen und Füße, schmeißt mich hier in den Sessel, geht an die Westentasche, holt einen Schlüssel raus. Mein Schlüssel! Öffnet die Kommode, nimmt den Brillantschmuck raus, grinst und lacht. Grüßen Sie mir, Ihre Familie, und verduftet. Oh Gott. Meine Brillantbrosche! Meine Brillantbrosche! Ich gehe sofort zur Polizei. Das ist meine Sache. Die Details kenne ich doch genau. Ich bin daran im Einbruch beteiligt. Schnell, Tinto. Sonst ist die Brosche für immer verloren. Hol meinen Mantel und Hut. Bin sofort zurück. Hier sieht es aus. Schöne Empfehlung von Herrn Findeisen und er schickt Herrn Theodor das Versprochene. Herrn Theodor? Ja. Das ist aber merkwürdig. Gut, Sie können gehen. Ich soll auf Antwort warten. Ja, dann warten Sie draußen. Ja. So, schnell zur Polizei! Der Verbrecher soll keine Freude an seinem Raub haben. Theodor! Ja, was ist denn, ne? Kannst du mir sagen, was das hier ist? Da brauchst du doch nur zu lesen. Das ist... Ein Pfandschein. Allerdings! Ein Pfandschein über eine Brillantbrosche, die für 400 Mark versetzt worden ist. 400 Mark, eine Brillantbrosche? Mein Gott, das ist ja nicht zu fassen! Was denn? Die Verbrecher haben die schon versetzt! Hier steht aber, dass sie am 4. Januar versetzt worden ist. Und heute haben wir den 13. Jei, da kann man wieder sehen, wie schnell die modernen Verbrecher sind. Theodor! Ja? Ich glaube, es ist besser, du gehst nicht zur Polizei. Zieh den Mantel wieder aus. Na, den behalte ich. Darüber reden wir bei Zeiten noch ein Wörtchen mit mir. Jawohl, Schätzchen, reden wir später. So, stell mir lieber, ihr würdet mich mit Papa allein lassen. Ja, Mama. Treten Sie nur ein, Herr Riegert in sein Zimmer. Schön, schön. Woher ist eine Teezera? Das ist aber eine Freude, Sie hier begrüßen zu dürfen. Das verschafft mir die Ehre. Meine liebe Schwester Rosa. Ja, ich hatte ja keine Ahnung, dass Sie hier Ihr Domizil haben. Ich wollte mich lediglich von meinem Schüler Rieger verabschieden. Ach, Sie kennen Felix? Ja, oh ja, empfehle mich. Moment, Herr Sanitäter, ein Augenblick bitte. Was ich Sie fragen wollte, waren Sie heute schon bei unserem Patienten? Bei unserem Patienten? Oh ja, ich komme gerade von ihm, ja. Wie geht es Ihnen? Oh, ich bin sehr zufrieden. Ja, ich bin wirklich sehr zufrieden. Die Besserung, die schreitet rapide, immer vorwärts, immer vorwärts. Im Himmel sei Dank, in der Bibel steht geschrieben, dass... Ach, Herr Felix! Hier muss eine kleine Verwechslung vorliegen. Dieser Herr ist der Herr Sanitätsrat Dr. Himmelstößer. Was? Mein alter Nachhilfelehrer, Sanitätsrat? Das darf ja nicht wahr sein. Ich verstehe das nicht ganz. Herr Sanitätsrat, was hat das alles zu bedeuten? Ja, angesichts dieser belastenden Zeugenaussagen hilft kein Leugnen mehr. Ich bin nicht Sanitätsrat Himmelstößer, ich bin Eusebius Findeisen. So. Und wer war der Patient, an dessen Bett ich die ganze Nacht gewacht habe und der sich für Sie ausgegeben hat?
Das war ihr Mann. Mein Mann? Wie kommt mein Mann ins grüne Krokodil? Ja, das fragen Sie mich. Der ist doch dort Oberkellner. Ich verschwinde lieber. Wenn Sie wollen, können Sie ja nachher noch ein Weilchen reinschauen. Ja, Felix. Fröschen, hör mal, ich muss dir doch noch etwas erklären. Herr Sanitätsrat, das ist aber eine Überraschung. Oh ja. Kennst du Herrn Sanitätsrat? Ja, natürlich kenne ich den Herr Sanitätsrat, ja. Bekanntschaft scheint noch nicht sehr alt zu sein. Also, doch, doch, wir sind Jugendfreunde, alte Jugendfreunde. Ja, wie er alt war, war ich schon junger Freund, ja. Aber ich bin nicht der... Du irrst dich also nicht. Dieser Herr ist der Herr Sanitätsrat Dr. Himmelstöße. Wieso soll ich mich denn irren? Ich weiß gar nicht, was du willst. Nein. Nun, ich finde, der Herr Eusebius Findeisen hat sich überraschend schnell von seinem Unfall erholt. Mit Hilfe des Oberkellers aus dem grünen Krokodil. Aber Röschen, ich... Ich gehe mich nur rasch von meinem Schüler verabschieden. Habe die Ehre. Mein lieber Theo, jetzt fehlte nur noch das letzte Glied in der Beweiskette. Dann bist du überführt. Ja, aber Liebchen, lass dir doch bitte erklären. Ich brauche keine Erklärung mehr. So. Herr Oberkellner. Ach Gott! Egal, mir, wie Sie widersprechen. Ich will überhaupt nicht widersprechen. Ich soll mich in Ruhe lassen. Ich habe es endlich satt mit dem Laden hier. Verdammt nochmal. Herr Hagemann ist für niemanden zu sprechen. Wäre ja wohl noch schöner. Für mich ist der Hagemann immer zu sprechen. Bitte sehr, Dickerchen. Also nochmals, auf Wiedersehen, mein lieber Felix. Ich komme so bald nicht mehr nach Köln. Guten Morgen, Eusebius. Hinweg! Heutige Nacht hat mich vergessen gelehrt, dass ich eine Braut hatte. Aber Eusebius, du lass ihn doch erklären. Geh du dorthin zurück, wo du hingehörst. Ins grüne Krokodil. Aber Eusebius, du hör mich doch an. Ich hab doch nicht... Hinweg. Kokotte. Und außerdem... Oh... Habe die Ehre. Was möchten denn Sie? Ich will zu Herrn Hagemann. Ist er am Ende krank? Nein. Sie kennen Herrn Hagemann? Ja, aber natürlich kenne ich ihn. Er ist doch mein Mäzen und hat mich auf seine Kosten zum Singen ausbilden lassen. Zum Singen? Sie? Ja. Wissen Sie, Frau oder Fräulein, sagen Sie, mit wem habe ich eigentlich die Ehre? Ich führe Herrn Hagemann den Haushalt. Ach so, ganz richtig. Der Hagemann ist der Junggeselle. Habe ich übrigens gleich gemerkt. Hat er seinen so unverheirateten Eindruck gemacht. So hat er das. Mhm. Wissen Sie, wie ich ihm damals vorgesungen habe, da hat mir das Herz gehörig geklopft. Denn es hing ja viel für mich davon ab. Doch er hat mir Mut gemacht. So. Er hat ihr den Mut gemacht. Ja, Fräulein, hat er gesagt. Vor mir brauchen Sie sich nicht zu genieren. Hat er gesagt. Hat er gesagt. Heute können Sie ruhig mal einen Giekser riskieren. Und, kamst du dem Giekser? Ja, aber natürlich ist es zu dem Giekser gekommen. Das ist doch ganz selbstverständlich. Das ist ja ganz selbstverständlich. So, das ist das letzte Glied in der Beweiskette. Theodor, komm doch bitte mal her. Schätzchen, du möchtest von mir. Was möchtest du denn bitte, ja? Kennst du diese Dame, Theodor? Kennst du sie? Ja, so aus der Ferne, ja. Du hast sie aber doch zum Singen ausbilden lassen. Ja, aus der Ferne. Also ich meine, das habe ich getan. Das ist doch hochanständig von mir, oder nicht? Herr Hagemann hat wie ein Vater an mir gehandelt. Bitte, da hörst du es. Theodor, wie kommst du zu dieser Dame? Naja, wie kommen der Heide an die Hemde? Ja, das ist... Auf ganz natürliche Art und Weise. 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 Selbstverständlich. Pass mal auf, Herr Kind, sei mal bitte ganz ruhig. Bitte red nicht, dann will ich dir die ganze Geschichte mal logisch auseinander verposamentieren. Sieh mal, es gibt Kinder mit Eltern und es gibt Kinder ohne Eltern.
Das wirst du wohl doch nicht in Abrede stellen, nicht wahr? Weiter. Ja, weiter. Das, die Ohne nennt man Weise. Waisenkinder, oh Gott, diese armen Geschöpfe. Theodor, was hast du mit dieser Dame zu tun? Ja, also diese Dame, diese Dame, wie du sie hier vor dir siehst, ist auch eine Waise. Jawohl, eine Waise. Jawohl. Ich komme da nicht ganz mit, das ausgerechnet du. Ja, nur Moment, jawohl, ich bin seit 3 Monaten Vormund. Vormund? Jawohl, Vormund, und ein Vormund hat sich doch um sein Mündel zu kümmern. Mein lieber, guter Vormund, ja. Davon hast du mir ganz erzählt. Moment, du bist seit 3 Monaten heimlich Krankenschwester geworden und ich bin seit 3 Monaten eben Vormund. Ach, Tee, mein lieb Tee, und ja, siehst du, ja. Papa, ja. Wolfgang will dir etwas sagen. Herr Hagemann, wollen Sie in Schafsburg zurücknehmen? Nein. Ist doch wohl... Meine Tochter können Sie trotzdem heiraten. Wolfgang! Heiraten Schafsböcke denn auch? Nur Schafsböcke! Der junge Mann sagt, er könne unmöglich länger warten. Ach, der junge Mann, den habe ich ja total vergessen. Soll reinkommen. Guten Tag. Ich soll Antwort mitbringen, ob Sie den Brief von Herrn Findeisen richtig erhalten haben. Wissen Sie denn überhaupt, wer der Herr eigentlich ist? Natürlich weiß ich das. So, na, wer? Mein Vater. Theodor! Das hätte ich dir nicht zutraut! Ja, ich! Theodor! Mir auch nicht! Ja, mein liebes Kind, verstehst du denn nicht? Nein. Er ist doch auch ein Weise! Weise Nummer 2! Ich habe ihn noch als Oberkellner ausbilden lassen, auf meine Kosten. Ja, aber er sagt doch, dass du sein Vater wirst. Vormund, ja, ein Vormund. Und da sagt man immer Vater zu. Waisenvater. Jawohl, und als Waisenvater hatte ich ja auch Verpflichtungen und kein Geld. Darum habe ich das mit dieser leidlichen Brillantbrosche getan. Weißt du jetzt, warum ich sie versetzt habe? Warum ich Kellner im grünen Krokodil geworden bin? Warum ich mir die Nächte um die Ohren geschlagen habe? Du bist ein wahrhaft guter Mensch. Ja. Ein guter Mensch. Das habe ich euch doch immer gesagt. Wie stehe ich denn jetzt da? Wie eine Lilie. Meine Damen und Herren, eine Urlaubsreise durch das Ruhrgebiet erscheint auf den ersten Blick...